So, ein wunderschönen guten Morgen. Nee, guten Morgen, weil ich gerade guten Morgen hier lese. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum heutigen monatlichen kostenfreien Webinar für den Monat Juni diesen Jahres. Mit mir Heiko Behrendt, kurzfristiger Trader bei Gottmo Trader und ansonsten halt auch ja, kurzfristiger Berufshändler. Ja. Ich möchte euch gerne mit dem Webinar so einen kleinen Einblick zeigen. Der ein oder andere kennt das ja. Das Webinar schon ist ja mittlerweile über viele Jahre auch oder erfreut es sich großer Beliebtheit. Und wir werden heute auch wieder ein paar Themen so ein bisschen durchgehen. Ich möchte so ein bisschen zeigen oder versuchen zu zeigen, wie ich im kurzfristigen Bereich handeln kann. Aktuell klappt es jetzt sei jetzt mal mit reinem Vorhandelei nicht ganz so gut. Aber ja, auch gerne, wenn der ein oder andere dort Anregungen, Kritik oder Fragen hat und vielleicht einen gewissen Fakt erklärt haben möchte in Bezug auf das kurzfristige Trading, dann nehme ich mir da auch gerne dafür die Zeit, um das dann auch im weiteren Verlauf des Webinars gerne anzusprechen. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, dadurch, dass sehr, sehr viele Teilnehmer immer wieder am Webinar teilnehmen, und der Chat enorm voll ist, rein fragentechnisch, nehme ich immer die Fragen oder versuche die auch zu beantworten, die sozusagen, die ich denn sehe. Zudem wird das Video oder wird das Video gerade aufgezeichnet und wird dann auch später bei YouTube online gestellt werden. Genauso stelle ich das auch bei Guidance auf meinem Desktop Heiko Behrendt zur Verfügung. Das heißt, man kann eigentlich das Webinar auf jedem Kanal dann auch finden. Also jeder, der mir folgt, denke ich mal, wird dann auch entsprechend das Video entsprechend finden. Und wer es bei YouTube so nicht findet, bei JFT Brokers, der findet es dann aller spätestens bei mir auf meinem Desktop Heiko Behrendt. Ich heiße dort zwar nicht Heiko Behrendt, sondern skype-trading.de, aber darunter findet man mich. Aber wenn man auch da mittlerweile Heiko Behrendt eingibt, kommt man auch auf meinen Kanal. Gut. Das soweit mal das Organisatorische vorweg. Das Ganze. Ja, was will ich mit euch heute eigentlich machen? Ich möchte mit euch heute die klassische Handelsvorbereitung, so wie ich sie auch bei mir, meinem Premium-Service mache, durchgehen. Dann ein bisschen kommentiertes Live-Trading bis 16 Uhr, 16:15 Uhr. Dann kleine News von Seiten JFT Brokers, nämlich über Bitcoin Trading. Das heißt, JFT hat jetzt auch, wer es möchte, ich werde es nur einen Link noch reinstellen. Ich selber habe sie getradet, aber einfach nochmal ein, zwei Worte über Bitcoin verlieren. Das gibt es mittlerweile bei JFT Brokers zu handeln. Und dann nehme ich mir gerne auch die ein oder andere halbe Stunde dafür euch Zeit, um Fragen, Antworten rund ums kurzfristige Trading zu beantworten. Ja, wir werden dann sicherlich auch nochmal auf unser 10.000-Euro-Projekt oder unser 100%-Projekt eingehen. Das kommt leider Gottes. Ja, wenn es nach mir ginge, wären wir schon viel, viel weiter vorne. Ich krieg's aber einfach nicht sozusagen den Drive rein, aber das werden wir alles später dann nochmal sehen. Gut, jetzt nutzen wir erstmal die Zeit an der Stelle und werden uns mal mit der Handelsvorbereitung befassen. Und ich möchte auch noch ein bisschen noch mal so erklären für alle diejenigen, die auch immer fragen, warum soll man sich denn vorbereiten? Da vielleicht auch noch mal so ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ich sag mal so, wenn man einen Marathon läuft oder wenn man rausgeht, Sport macht, ja, macht man auch eine Vorbereitung, ja, eine kleine Erwärmung. Und auch so ist es auch an der Börse, ja, oder wenn ich mich auf ein Fußballspiel vorbereite. Hier mein Heimatverein, der FC Carl Zeiss Jena, ist ja nun endlich aufgestiegen in die dritte Liga wieder. Und auch die haben sich extrem vorbereitet auf dieses Spiel, um natürlich alles Mögliche in die Waagschale zu werfen, um halt am Ende aufzusteigen. Also da wurde sogar das Trainingsspiel der Kölner ausspioniert, um sich halt irgendwo einen Vorteil zu verschaffen. Und genau das möchte ich ja auch an der Börse. Das heißt, auch ich an der Börse sollte mich jetzt nicht einfach ransetzen und denken, ich kann jetzt mal schnell loshandeln, sondern man sollte sich ein bisschen vorbereiten. Und ganz wichtig, man sollte sich auch eine gewisse Arbeitsroutine
aneignen. Das heißt, auch wenn man jetzt zum Beispiel arbeitstätig ist, man kommt von Arbeit nach Hause, nicht ransetzen, man sieht die ersten Zuckungen im Chart und möchte dann gleich davon partizipieren, sondern erstmal auch einen Überblick verschaffen. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man auch ja noch nicht keinen Überblick hat, schießt Vollgas los und fährt voll vor der Wand, weil man gar nicht gesehen hat, dass man gerade im Stau steht. Ja, so. Gut, also das waren jetzt so mal so ein paar Beispiele aus der Praxis und die Börse macht auch keine Ausnahme und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal auf den darauf vorbereiten, wie so meine Vorbereitung aussieht, sowohl jetzt hier in dem Webinar wie auch in meinem Premium-Service sieht das genau identisch aus. Wie gesagt, wenn denn Zeit ist, können wir dann auf den DAX auch nochmal eingehen, vielleicht zum heutigen DAX-Trading oder was auch immer. Also wie gesagt, das liegt dann so ein bisschen in eurer Hand, also da überlasse ich euch das Feld. Jetzt mache ich erstmal meinen Part und danach bin ich durchaus für euch da und stehe euch da Rede, Antwort. Gut, so machen wir das. Ja, klingt nach dem Plan, wa? Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe hier nochmal den ein oder anderen Hinweis gerade ja reingestellt. Gut. So, dann, das ist jetzt nicht so interessant, das ist im Übrigen mein DAX-Bildschirm, so sieht mein DAX-Bildschirm aus. Wir fangen an mit dem Euro, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Dow Jones heißt das Teil. Und vom Ansatz her wähle ich immer den Top-Down-Ansatz, das heißt vom hohen Zeitfenster ins kleine Zeitfenster. Man kann von mir aus auch anfangen mit einem Tageschart. Achso, ich sollte mal Play drücken. Gut. So, vielen Dank für den Hinweis schon mal. So, dann, da ich es ja gerade gesagt habe, also so sieht mein DAX-Bildschirm aus nochmal, dass ihr es jetzt auch nochmal seht, wenn ihr es schon nicht sehen konntet. Ja. Also so sieht mein DAX-Bildschirm aus. Da habe ich hier die Top 10 Einzelwerte vom DAX. DAX im 5-Minuten-Chart, DAX im 1-Minuten-Chart. DAX-Stunden-Chart auch durchaus hier und da, aber da switche ich dann immer hier bei dem Chart, beim 5-Minuten-Chart hin und her. Ja, Gap haben wir nun heute ja zugemacht. Wie gesagt, können wir dann nachher denn später drauf eingehen, wenn es dann, wenn wir mit dem Dow-Trading soweit durch sind. Gut, also gehen wir runter auf den Dow Jones. Also man kann durchaus auch mit dem Tageschart anfangen. Oder mit einer Zeiteinheit, wo man einfach mehrere Tage, Wochen, Monate vielleicht auch sieht. Und hier sollte man durchaus dann gucken, wo, also oder das Gefühl, was man bekommen soll, ist, wo stehen wir? Warum so eine hohe Zeiteinheit, wenn ich im kurzfristigen Bereich trade, also meine Trading-Hauptaktivität liegt im 1- und 5-Minuten-Chart. Die Sache ist einfach die, wir haben ganz viele Akteure am Markt. Der eine tradet im 1- und 5-Minuten-Chart und der andere, der schaut vielleicht im Tageschart oder im Stundenchart oder im 4-Stunden-Chart oder was auch immer und trifft aufgrund seiner Kapitalgröße halt dort die Entscheidungen. Und natürlich sind wir jetzt hier an einem Punkt, der vielleicht einfach mal auch rein technisch oder Ausbildungs mal vom Gedankengang her sehr interessant sein kann für jeden Trader, der wirklich Trader ist und kein Analyst ist. Das heißt, der Dow Jones als solches kommt jetzt hier gerade auf da wo er ausgebrochen ist, dieser graue Bereich. Ich zeichne die Bereiche deswegen grau, weil Marken seltenst an der Börse genau angelaufen werden. Und aus dem Grund ist das hier so ein bisschen im Preisbereich hier. Das war so ein halber Handelstag oder so ein, nee, Quatsch, der 29.05. Warte, das war doch der Montag. Nee, der Donnerstag letzte Woche. Gut, war Donnerstag letzte Woche. Nee, Quatsch, 29.05. Montag. Ja, doch, Montag. Ach nee, ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Himmelfahrt oder also hier. Die Amis haben doch da auch einen Feiertag gehabt, irgendwann im Mai. Naja, egal. Gut, also das heißt, der Markt kommt jetzt hier drauf, auf dieses Niveau und fällt in dieses Niveau hinein. So, und jetzt mal, die Überlegung ist ja einfach die, und das zeichne ich am besten mal ganz kurz, weil es halt extrem interessant ist. Das heißt, halt immer den Stift auch anmachen. Das heißt, der Markt kommt jetzt hier auf diese Stelle hin, ist halt dort mal ausgebrochen. So und fällt jetzt hier so runter. Das heißt, wir haben jetzt im kleinen Zeitfenster, also gelb, wenn man jetzt nicht mal denkt, das ist ein Minutenchart oder ein 5-Minuten-Chart und für mich ist auch hier der Stundenchart, aber tendenziell sehen wir ja hier erstmal den Abwärtstrend. Ja.
Und wenn wir uns jetzt den Tageschart, warte mal. Wenn man sich dann jetzt mal eine größere Zeiteinheit vorstellt, zum Beispiel machen wir mal grün ein Tageschart, das heißt im Tageschart hätten wir hier eine Tageskerze gehabt, dann läuft der Markt hier runter, ich zeige jetzt nicht alle Kerze, dann kommt er hier hoch und bricht aus dem Tageschart raus und korrigiert jetzt hier ein, zwei Tage. Und wenn jetzt aber hier ein Trader herkommt und sagt, okay, im Tageschart ist das vielleicht ein interessanter Kaufbereich, um dann hier sozusagen wieder zu kaufen, dann ist das sehr interessant, weil wir zwei Zeiteinheiten haben, die konträr zueinander laufen. Das heißt, der Stundenchart ist im Abwärtstrend und der Tageschart könnte vielleicht sogar den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Das heißt, vielleicht ist es ganz interessant, hier unten in dem 21.100er Bereich vielleicht nach Longs Ausschau zu halten, obwohl wir in einer Abwärtsbewegung sind. Ja, also das ist das, was sehr interessant ist, warum man immer auch die große Zeiteinheit mit auf dem Schirm haben sollte, um einfach zu überlegen, es handeln ja nicht nur 5-Minuten-Trader oder 1-Minuten-Trader dort, sondern das große Geld wird auf anderen Zeitrahmen bewegt und deswegen sollte man den großen Zeitrahmen immer mit im Petto haben. So, was auch ganz klar ins Auge springt, ist, dass wir hier an dem Tagestief vom Freitag sind. Also das heißt, das Tagestief von den Non-Farm Payrolls jetzt am Freitag. Montag haben wir ja in Deutschland nicht gehandelt. Die Amis haben gehandelt und sind aktuell circa 40 Punkte unter dem Tagestief vom Montag. So, was für mich wirklich extrem interessant ist, ist, wie ist das Marktverhalten hier unten jetzt? Also hier in dem Preisbereich zwischen 21.125 bis zum Intraday-Tief 21.115 bis zum letzten lokalen Hoch 21.111 und in den grauen Bereich so rein, so ein bisschen bis zu der Zwischenkonsolidierung der kleinen bis 21.198, 100. Also wie gesagt, man sollte es da auch nicht zu genau nehmen. Denn, wie gesagt, bei so vielen Positionen, die da gehandelt wird, kann keiner den Markt auf den Punkt genau anhalten, außer er stellt sich per Limit rein und absorbiert auf einem Level alles, was dort an Orders reinkommt. Dann kann man den Marktpunkt genau anhalten, aber sonst ist das eigentlich nicht möglich. Und jetzt klappt mal das ganze Ding mal noch ein bisschen weiter auf. Gehen wir mal runter in den 15-Minuten-Chart. Hier im 15-Minuten-Chart wird das Bild dann schon wieder detaillierter, feiner, feingliedriger und hier sehen wir eigentlich sehr, sehr gut den intakten Abwärtstrend. Ich zeichne ihn noch mal kurz ein hier. Deshalb machen wir ihn auch rot. Das heißt, seit dem Allzeit- oder ne, Allzeithoch ist es ja nicht mehr geworden, aber seit dem Hoch jetzt von gestern Abend fiel der Markt runter und ging jetzt auch vorbörslich hier so in seinen Trend nach unten. Und die Frage ist jetzt die, genau dieser Preisbereich, der jetzt eigentlich alles danach schreit, dass der Markt halt hier nach unten durchfällt, was er ja auch machen kann. Aber sollten wir hier unten irgendwo sehen, dass wir vielleicht auf Tagesbasis gesehen das als Unterstützung hernehmen, dass man das Tagestief vom Freitag eher kauft, dann durchaus die Überlegung auch zu sagen, gut, wir machen das Alternative. Das heißt, wir wissen, Abwärtstrend ist intakt, wir wissen, dass der läuft und läuft und läuft. Aber wir schauen auch, was ist, wenn der Markt hier nicht durchs Tief durchkommt? Was ist, wenn er nur kurz durchs Tief kommt? Wie ist das Reaktionsverhalten? Und sollten wir hier ein Stück höher gehen, es gibt auch diesen Turnaround Tuesday, also der Turnaround Dienstag, das heißt V-Formationsgefahr. Und was ist, wenn wir hier sozusagen an das Tagestief von gestern ranlaufen? Vielleicht kommt ja da noch was wieder auf der Oberseite. Also das sind so die Punkte, die ich jetzt im Hinterkopf habe, in meiner Analyse gedanklich. Und ja, ich jetzt versuche das so abzugleichen, dass im Idealfall da ein guter Trade bei rauskommt. Ich meine, dass wir so V-Formation, dass der Ami da auch das gerne macht, sehen wir ja nur auch an letzter Woche Freitag einmal runter, einmal hoch. Ja, also das heißt, da bei den Ami muss man durchaus zweimal um die Ecke denken. Weil so eine V-Formation ist auch extrem schwer zu handeln. Ich habe den einen Dienstag mal eine V-Formation gehandelt. Das ist immer jedes Mal eine Katastrophe, weil man natürlich bei so einer V-Formation darauf wartet, dass der Markt halt nochmal zurückkommt, weil man sieht ja eine Bewegung, dann sieht man die Korrektur erstmal und denkt ja, okay, jetzt müsste es ja weiter im Trend nach unten gehen und dann geht der Markt noch ganz kurz nach unten wieder hoch, ganz kurz nach unten wieder hoch, ganz kurz nach unten wieder hoch. Und man denkt sich, oh Gott, jetzt kann ich aber auch nicht mehr long einsteigen, weil so weit, wie er jetzt von unten gestiegen ist, was ist, wenn er wieder doch nach unten fällt?
Es ist jedes Mal extrem schwer zu handeln. Also V-Formation da zu handeln ist nicht gerade einfach. Ja. Gut, jetzt klappt man das Bild noch weiter auf im 5-Minuten-Chart, da wo ich mich befinde. Also gedanklich weiß ich, der graue Preisbereich ist, sind Tageshochs von vor dem letzten Ausbruch, bevor der Markt, der Dow zu seinem Allzeithoch gegangen ist. Ich weiß, dass wir hier einen intakten Abwärtstrend haben. Den kann man sich dann auch hier noch strukturell so einzeichnen, sodass man die Tiefs und das letzte lokale Hoch hat. Dann zeichnen wir uns hier noch das Intraday-Tief ein. So, das heißt, gedanklich habe ich jetzt mein Bild so weit geformt, dass ich jetzt hergehe und weiß, okay, an der Stelle möchte ich jetzt gerne wissen, wie verhält sich der Markt? Und ich kann mir jetzt hier gewisse Szenarien von vornherein ausdenken, aufgrund meiner Erfahrung und Kenntnisse, die ich für wahrscheinlich halte. Und die sind alle gedanklich abgespeichert. Da ihr nicht in meinen Kopf reinschauen könnt, möchte ich sie einfach mal so ein bisschen aufzeichnen. Also, würde bedeuten, USA machen jetzt gleich auf, 15:30 Uhr, der Markt hämmert volle Granate nach unten, fällt durchs Intraday-Tief, fällt in den blauen Preisbereich rein. Innerhalb von 5 Minuten gibt es keinen Close unterhalb. Also das heißt, der Markt macht zwar neues Tief, aber die 5-Minuten-Kerze schießt wieder über dem Intraday-Tief bis jetzt. Und wir haben sozusagen ein neues Tief. Dann würde ich hier schauen, ob wir hier eventuell leicht Long bekommen. Wichtig wird sein, wie weit geht der Markt jetzt nach oben? Geht der Markt zum Beispiel nur bis an das Tagestief vom Freitag und fallen wir dann dort nach unten, dann bleibt das Long-Szenario weiterhin bestehen, denn wir haben fallende Hochpunkte. Ja, also das heißt, wir sehen es ja hier. Ja, wir haben, das ist das eine Hoch, hier haben wir nochmal ein lokales Hoch. Und wenn ja der Markt jetzt auch hier runter geht und jetzt hier stehen bleibt, macht hier vielleicht ein lokales Hoch mit der Intention, dass der Markt dann wirklich im Trend weitergeht. Darauf achte ich. Wichtig wird sein, wie er da durchfällt. Das klassische Short-Szenario ist, der Markt fällt durch, erholt sich so gut wie gar nicht und wir bekommen einfach eine sich verstärkende Abwärtstendenz, die dann auch logisch durch diesen grauen Preisbereich durchgehen muss, damit dann der Ausbruch auf Tagesbasis dann als gescheitert anzunehmen ist und dass die Korrektur sich ausweitet. Ja, das ist natürlich dann die Bedingung dafür. Also es das heißt, an diesem Punkt drumherum machen wir eigentlich so ziemlich fest. Also wenn es so aussieht wie vorhin, dass der Markt hier am Tief, zum Beispiel hier auch am Tief, einfach durchfällt, dann versucht man eher die Short-Seite zu traden. Wenn wir sehen, er fällt durch, aber es geht nicht wirklich weiter, versuche ich die Long-Seite antizyklisch zu traden. Zum Beispiel, wo Hammer sowas ist, meine, das ist zwar vorbörslich, aber die Idee, die dahinter steht, ist auch sowas. Ja, der Markt fällt durchs Intraday-Tief durch, kommt nicht weiter und dann steigt er. Ich meine, hat jetzt keine Relevanz, aber es zeigt nur die Idee, die hinter der möglichen Long-Idee hier unten steckt. Wichtig wird es werden auf der Oberseite, wenn der Markt hier in diesen Preisbereich reinkommt, dass man als Beispiel, wir fallen überhaupt nicht nach unten. Ami-Börsen eröffnen recht positiv. Das heißt, sie nehmen die tiefen Kurse zum Kaufen her. Dann achte ich hier auf diese sogenannte Nackenlinie und also diesen grauen Bereich, den Widerstandsbereich. Wie geht der Markt dort durch? Kommt er zurück und geht dann weiter? Haben wir heute auch schon mal im DAX gesehen, dass sowas kommt. Aber auch da kann es sein, wenn ich hier merke, der kommt hier durch den grauen Preisbereich nicht durch, muss man dann davon ausgehen, dass wieder eine Welle auf der Unterseite kommt. Genau solche Szenarien, die ich alle im Kopf habe. Und natürlich dann auch Versuche zu handeln, je nachdem, welches Szenario ich für wahrscheinlich halte, haben wir alle heute auch schon mal hier im DAX gesehen, wenn man sich jetzt den DAX hier anguckt, zum Beispiel heute früh. So, das heißt hier, der Markt faked das an, das heißt, er nimmt das Tagestief hier raus und geht dann hoch. Zum Beispiel habe ich das zwar auf einer gewissen Art und Weise durchaus unterstellt, aber ich habe hier auch zum Beispiel unterstellt, dass der DAX hier sein Gap schließt und irgendwie 20 Punkte nach unten fällt. Das heißt, ich habe hier mit dem Short Trade am Ende einen Verlust gemacht. Also das heißt, in der Nachbetrachtung sieht man sehr gut, dass der Markt runterrennt und wieder hoch. Oder dann hier auch, hier in dem Falle fällt er dann durch das Tief, kommt nochmal zurück und geht dann weiter im Trend. Ja, das ist die andere Variante, dann nochmal hoch. Bleibt aber trotzdem und läuft dann recht zackig, so langsam nach unten. Hier waren wir überall im Gap-Close-Bereich drin und ich ging dann auch davon aus, Mensch, jetzt fall halt durch.
Dann ist er nochmal hochgegangen und dann hier mit der Kerze konnte ich dann hier den Short handeln, der hier oben ausgestoppt wurde, in meinem privaten Account und habe hier die 2 Minuten den Markt mitgenommen und bis zum Gap Close, was bei 12.700 war, und konnte hier sozusagen von der 15 bis zur 0 15 Punkte einsacken. Dann auch wieder hier der Rücksetzer, diesmal kein neues Tief, gerade was ich sagte, dann nach oben durch. Leicht longlastig das Ganze, hält dann aber an, kommt nichts nach und jetzt wieder nach unten und jetzt wieder geht die Kasse hier schön nach unten. Wir sind wieder am Intraday-Tief. Im DAX warten jetzt hier genau das Gleiche ab. Geht es jetzt nach unten durch, weiter im Trend oder stabilisiert sich das? Und der DAX eiert dann hier irgendwann wieder nach oben bis hier zu seiner Range. Ja. Und dann wieder halt runter oder was auch immer. Also, ich meine, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen recht kompliziert an. Grundlage dieser vielen Verhaltensmuster ist einfach, dass wir, wie gesagt, unterschiedlichste Trader im Markt haben, die zu jeder Zeit am Markt aktiv werden können oder halt nicht. Ja. Das ist eigentlich so der Hauptbeweggrund, warum sich Märkte, ja, vielleicht manchmal auch chaotisch bewegen, weil ja jeder, ja, wenn der Fondsmanager seinen Trade durch hat, dann hat er den durch und dann kommt halt ein anderer Trader. Und das versucht man mit diesen ganzen möglichen Szenarien, versuche ich das auch in meinem Privatcoaching immer wieder rauszukitzeln, welche Variante der ganzen, die es gibt, und ich mache das nun schon seit 17 Jahren und man kennt halt Haufen Varianten, ist denn jetzt die am ja, die sozusagen die Hauptvariante oder das, oder sagen wir mal so, die Variante darstellt, die am meisten in der Vergangenheit oder unter gewisser Annahme immer oder im Idealfall fast immer kommt, ja. Und das, wenn man das rauskriegt, dann ist man da einen ganzen Schritt weiter, weil auch da habe ich immer lange diskutiert, auch mit anderen Leuten, anderen Tradern. Der eine sagt dann, leg doch hier einfach den, da haben sich zwei gleitende Durchschnitte geschnitten und seitdem läuft der Markt da runter. Da kann ich genauso hunderte Beispiele bringen, wo jedes dieser Kreuzen der zwei gleitenden Durchschnitte immer in den Verlust reinführt. Ja, da brauche ich gar nicht lange suchen. Da, wenn ich einen Monat zurückgehe, finde ich davon Haufen solcher Fehlsignale, die man natürlich als Trader oft gerne auch mal ausblendet. Ja, ich wette mit hoher Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie man die EMAs eingestellt hat oder kleine Durchschnitte, bei dieser Bewegung hier nach oben kreuzen die sich auf alle Fälle auf der Oberseite. Und dann geht es doch runter. Ja, also von daher muss man das dann immer auch, oder hier in der Seitwärtsphase, da kreuzen die Dinger sich dauernd, ja, und zeigen keinen Trend. Ja, in der Nachbetrachtung jetzt hier ein EMA, nach dem EMA zu traden, ist natürlich einfach. Aber da muss ich, dass der Trend so läuft, und das ist ja die Schwierigkeit im Trading, da muss ich hier drauf kommen. Hier muss ich drauf kommen, dass das später da runterläuft und nicht, wenn der Markt da unten ist und sage, hätte ich mal nachher eh mal getradet. Ja. Also, das ist halt immer die Schwierigkeit im Trading und ja, der muss man sich halt stellen. Gut, wir haben jetzt noch 6 Minuten Zeit. Der DAX nimmt heute so ein bisschen jetzt so die Fahrten auf der Unterseite auf. Ich war heute eigentlich tendenziell schon so leicht so ein bisschen shortlastig im unteren Bereich der Range, aber ich konnte dadurch, dass mein Webinar dann vorbei war, nicht mehr umsetzen. Und ich hatte hier nochmal, glaube ich, privat auch nochmal hier nochmal ein bisschen Quatsch im Webinar hier noch ein bisschen rumgedillert, aber die Bewegung auf die Unterseite habe ich leider nicht bekommen. Ich habe dann am Nachmittag erst einmal gehandelt. Und auch genau hier dieses Verhalten hier, das gilt es dann jetzt gleich im DAU zu beobachten. Wie verhält sich der Markt, wenn er nämlich das Tagestief herausnimmt? Ja, so genau darum geht es nachher gleich jetzt im DAU. Wenn wir durchs Intraday-Tief fallen, so wie jetzt hier auch gerade im DAX, wie verhält sich der Markt danach? Also fällt er wirklich massiv durch oder fällt er durch und kommt sofort wieder hoch? Ist dann schon ein wichtiger Hinweis, wie viel Short dort im Markt drin ist oder ob da gar nicht so viel drin ist. Werden wir uns dann gleich anschauen. Das heißt, ich bereite jetzt mal noch soweit das Ganze hier vor, dass wir dann auch das haben. Wo steht denn der? Bei 21.000 Euro Anrichtung hier. So, da oben sind wir. Gut, dann bereiten wir das soweit vor und dann schauen wir mal, wie der Markt so startet. Auch dort von der Zahlen, also man sollte sich zahlenfronttechnisch, also was kommt heute noch an Zahlen, auch immer ranziehen. Das heißt, wenn man sich dann Wirtschaftskalender anschaut, gesagt, jetzt so eine komplette Morgenroutine oder Routine vorm Start kann man jetzt dann nicht komplett durchgehen. Also das heißt auch hier die Zahlen.
16 Uhr IBD Tipp Verbrauchervertrauen. Juni kommt jetzt nochmal und JOLTS-Daten, offene Stellen, was auch immer das sein soll. Und dann 20 Uhr, 22:30 Uhr API Öl-Lagerbestände. Ja. Sind jetzt für mich nicht mega wichtige Zahlen, also könnte vielleicht für ein bisschen Wohler sorgen, aber tendenziell ist da vielleicht ist auch gar nichts los. Nur zur Information, ich trade hier das Ganze in einem Demo-Account. Warum? Aus der einfachen Maßgabe her, dass hier viele, viele dabei sind und viel auch geredet wird und man vielleicht dann hier und da nicht ganz so aufmerksam und konzentriert ist, weshalb man dann möchte ich das eigentlich jetzt nicht mit Realgeld, wenn ich mal was vermasseln, aber tendenziell hätte ich auch jetzt kein Problem im Realgeld plus, dann wäre das Webinar nicht so unterhaltsam, würde ich jetzt mal sagen, weil man sich ja dann auch ganz anders da konzentrieren muss. Gut, jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite ist noch ein bisschen Platz, das liegt daran, da kommen jetzt noch zwei Daten rein. Das heißt, da kommt jetzt noch der Dow Future rein und da kommt jetzt noch der S&P Future rein, die ich dafür nutze. Ja, und so. Und danach richten wir uns so ein bisschen. Wichtig für mich, es sind hier so ein bisschen so Spoil und Profile, also wie verhält sich zum Beispiel der Ami. Zum Beispiel jetzt hier ganz interessant im S&P Future, ich mache mal hier eine horizontale Linie rein. Das seht ihr hier. Wie gesagt, es geht nur, wenn man Future-Daten halt hat, kann man sich so ein Volume-Profile hier anzeigen lassen. Aber ihr seht jetzt hier, da wo meine Mauszeiger gerade ist, bei der 2429, da wurden jetzt 745 Kontrakte in Summe für heute getradet, darüber gar nicht. Der Markt ist da einmal, zweimal, dreimal dort reingegangen. Also wenn er dort oben zum Beispiel keinen findet, der da oben kaufen möchte bei 2429,25, dann ist das ein sehr, sehr interessanter möglicher Widerstand. Und das wird natürlich interessanter werden, weil wenn da einfach keiner kaufen möchte zu dem Preis und der Markt da schon dreimal versucht hat, da reinzugehen, nur als Beispiel, und der kommt dort nicht durch, ja, dann wäre das auf alle Fälle interessant, dass man dann da vielleicht die Short-Seite eher sucht. Sollte jetzt der Markt aber öffnen, durchgehen und die Marke jetzt nicht bestätigen, denn darf es von mir aus auch höher gehen. Erst hier weiter oben haben wir dann nochmal das gleiche Phänomen, wo auch so wenig gehandelt wurde. Wie gesagt, das ist jetzt vorbörslich alles, braucht man jetzt nicht zu sehr überbewerten, das ganze Thema. Aber man kann in USA die Vorbörse wirklich mehr hernehmen, aus dem einfachen Grund, wenn man die gesamte Handelszeit nimmt, ist der US-Markt mehr im vor- und nachbörslichen Handel wie im Haupthandel. Dessen sollte man sich bewusst sein, ja, dass die Amis eigentlich mehr außerbörslich handeln und ja in letzter Zeit auch tendenziell ja außerbörslich manchmal schönere Bewegungen machen wie im eigentlichen Börsenhandel. Also das heißt, auf der Oberseite, das Szenario hatte ich jetzt hier nicht mit Strichen unterlegt, das heißt auf der Oberseite, es ist die sogenannte Nackenlinie oder der Punkt 2, das letzte lokale Hoch im Dow bei 21.137. Und da schauen wir jetzt mal, wie er sich da oben verhält. Ich warte immer die ersten 5 Minuten ab. Warum? Jetzt kommen erstmal alle Aktien raus, die werden dann gequotet, die den Index sozusagen abbilden. Und erst wenn alle draußen sind, dann kommt auch im Future so ein bisschen eine Richtung rein. Und dann muss man mal gucken, wie sich das ganze Thema verhält. Das heißt, die ersten 5 Minuten sind jetzt so für mich, um mir einen Kaffee einzuschenken. Und dann bin ich gleich wieder für euch da.
Was in den USA in letzter Zeit immer auffällt, ist durchaus auch, dass die Märkte total zugepfropft sind von der Limit-Seite. Das heißt, für alle die, die keine Futures haben. Bedeutet, wir haben im USA sehr oft sehr, sehr hohe Voluminas auf beiden Seiten stehen. Und die müssen ja immer weggehandelt werden, damit sich der Markt überhaupt von A nach B bewegen kann. Und wenn das nicht passiert, dass sich der Markt von A nach B bewegen kann und das Volumen nicht da ist, dann bleibt der Markt meistens stehen. Und dann führt das dazu, dass wir uns irgendwie dann hier so 5 Punkte, 10 Punkte seitwärts bewegen. Und da drinnen kann man eigentlich kaum bis kein Geld verdienen. Außer man tut sich dem anpassen. Problem ist aber, da müsste man richtig gut auf dem Limit kaufen können. Und hier glaube ich, ist der CFD da nicht wirklich so geeignet. Das heißt, wenn der Markt unter einer gewissen Schwankungsbreite fällt, muss man ja überlegen, ob man da überhaupt handeln kann. Vom Volumen her ist es wirklich so, dass teilweise in den USA der Markt kurz nach dem Handel, also eine halbe Stunde nach dem Handel, volumentechnisch komplett einschläft und sich ins Nirvana, also ins Koma verabschiedet. Das, im DAO zum Beispiel sollte der Markt so über 1000 Kontrakte in 5 Minuten handeln. Jetzt haben wir in der Eröffnung, haben wir jetzt hier links seht das da oben 3100 Kontrakte jetzt gehandelt. Das ist okay, aber allein jetzt schon würde ich vermuten, dass wir ab 16 Uhr unter 1000 Kontrakte handeln, würde ich jetzt ganz grob vermuten. Damit wir über 1000 bleiben, müsste schon, vielleicht passiert jetzt auch noch, das Volumen so Richtung 5000, 6000 in der ersten Minute gehen. Ja, wenn wir es noch schaffen, dann wäre das vielleicht nochmal was. Ja, und auch im S&P Future, auf die Gesamtsumme könnt ihr mal achten. Da oben steht jetzt 9800 Kontrakte von allen Kontrakten, 10.000 Kontrakte jetzt, und das geht in der Regel dann hoch in Richtung 12.000 bis 14.000 Kontrakte. Und wenn das ist, ist die Vola wieder extrem gering. Höher ist die Vola dann, wenn der Markt so zwischen 6.000, 7.000 Kontrakte hat, dann können wir auch mit mehr Vola rechnen. So, der Markt hat jetzt in den ersten 5 Minuten mal kurz das Hoch angehandelt. Das letzte lokale Hoch ist da nicht drüber gegangen, fällt gleich zurück. Wie gesagt, so eine Eröffnung ist genau der Grund, warum ich immer die ersten 5 Minuten abwarte, wenn der Markt hier so hin und her schießt, mal kurz 14 Punkte hoch und wieder runter. Das tue ich mir nicht an. Wie gesagt, es gibt auch Eröffnungen, die sind manchmal sehr gleichgerichtet. Also das heißt, dann geht der Markt von A nach B direkt 5 Minuten lang in eine Richtung, aber immer wenn es nicht passiert und bei so einer Vola, dann ja, ist das auf alle Fälle extrem schwer zu traden oder auch nicht, oftmals gar nicht erfolgreich zu traden. Ja. Gut. Gut, dann schauen wir mal, wie der Markt halt hier entsprechend jetzt rauskommt. Also wir haben jetzt hier am Tagestief vom Freitag, das ist diese rote Linie, das Tagestief vom Freitag, stabilisiert sich der Markt ganz gut. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie gesagt, auf der Unterseite sehen wir jetzt hier sozusagen die Trendfortsetzung, also die Schwäche. Wie verhält das sich am Intraday-Tief bei 21.115? Haben wir ja alles schon aufgezeichnet. Das heißt, das Schöne ist, wenn man so ein paar Gedanken halt hat, kann man sich dann auch darauf fokussieren, was man halt macht. Also tradet man jetzt durch das Tief oder wartet man das Tief ab und wie er sich dann dort verhält und überlegt dann, ob man da eventuell einen Long Trade macht oder schaut danach nach weiteren Short Entries. Das heißt eigentlich alles vorgefertigt und man kann sich eigentlich entspannen und muss dann nur überlegen, welche der möglichen Szenarien ist denn für mich zu der Zeit, wo ich den Trade eingehe, die wahrscheinlichste. Gut, also ich achte jetzt hier auf das Tief. Ich erachte auch hier im S&P, sehen wir das Volumen, wie das hier am Tief gehandelt wird. Wenn der Markt halt sehr gut unterstützt ist, dann gehen wir gar nicht mehr nochmal so stark ins Volume Low rein oder ans Tagestief. Das heißt, der Markt wird dann hier rechtzeitig abgefangen vom Volumen. Wir sehen das jetzt schon, wie der Markt hier nach oben schnipst. Ja, schon wieder relativ wilde, chaotische Phase. Und das ist aber auch neu in letzter Zeit. Wer die Märkte tagtäglich beobachtet im Trading, stellt fest, dass der DAO am Anfang seines Handelns aktuell so,
extrem volatil ist. Also in der ersten halben Stunde extreme Volatilität von 10, 20, 25 Punkte hin und her geschnippe. Und dann irgendwann tut sich der Markt dann so ein bisschen einpegeln und dann kommt so ein bisschen so halbwegs gute Bewegung zustande. Für mich auf alle Fälle eine Phase, die wir auch eine lange Zeit schon auch nicht mehr hatten, dass wir in der ersten halben Stunde so eigentlich ein Chaosbild haben. Ich kann mich aber auch an Trading-Zeiten erinnern im DAO. Da habe ich früher nicht die ersten 5 Minuten gewartet, was ich jetzt mache, sondern da habe ich immer eine halbe Stunde gewartet. Da habe ich nie vor 16 Uhr getradet. Ja, und vielleicht kommen wir jetzt wieder so eine Phase. Also es gab jetzt durchaus den einen oder anderen Tag, wo man keine Ahnung hatte, ob nach einer Minute nach unten gleich wieder eine Minute nach oben kommt, also und man jedes Mal 10 Punkte hat. Das ist auch einer der Gründe, der mich jetzt so ziemlich zerrissen hat in meinem Live-Account, in meinem JFD Broker-Projekt, dass wir zum Beispiel dann hier nach so 10 Minuten sind wir dann, ach, nach einer Minutenkerze 10 Punkte hoch, sind wir dann long gegangen und dann feuert der Markt halt wieder 15 Punkte nach unten, man lässt sich ausstoppen und danach, 2 Minuten später, wären wir wieder im Gewinn, weil der Markt einfach nur noch mal kurz runtergesaust ist und wieder hoch. Also das ist dann schon extrem schwer zu packen. Auch deswegen nochmal an der Stelle, also bitte nicht nachtraden. Wie gesagt, ich versuche hier gewisse Sachen umzusetzen, entsprechend mit einer Kommentierung und versuche dann auch den Sachverhalt, der dahinter steht, möglichst zu erklären, während die Bewegung läuft. Was aber jetzt bei solchen Bewegungen da nicht möglich ist, dass ich mich dann noch um Stop Trade Management und sowas kümmern kann, weil wenn der Markt hier in einer Minute, unter einer Minute 10 Punkte schnippt, ist das eher noch, und das mit Worten zu unterlegen, müsste ich Steno reden und das ist ja bekanntlich nicht machbar. Gut, also wir sehen, DAO bleibt kurz vorm Tief stehen, Markt kommt relativ weit wieder nach oben, wieder an den letzten Punkt dran. Also es ist noch keine wirkliche Richtung drinne. Es treffen hier recht große Market Orders drauf, erkennt man an den schnellen Sprüngen im Markt. Was hier hilfreich sein kann, vielleicht für alle, JFD hat eigentlich oftmals, müssen wir mal gucken, eine gute Tick-Chart-Historie. Also es das heißt hier im DAO oder vor allem im DAX eine sehr gute Tick-Chart-Historie, wo man dann durchaus etwas länger auch sieht, wie die Sprünge sind. Und wenn man dann solche extrem schnellen Sprünge sieht, weiß man, oder kann ich euch sagen, dann wisst ihr ungefähr, dass wir recht große Market Orders haben. Die Amis sind da wirklich in letzter Zeit da auch ziemlich krass drauf. Die hauen dann gleich Market 200, 300 Kontrakte rein und nehmen halt gleich 2, 3, 5 Level mit einmal raus. Haben wir jetzt hier gerade im Future hier oben rechts in dem Sprung gerade gesehen. Da wurde hier mit einmal gleich 5 Punkte innerhalb also eines großen Kaufs gleich rausgenommen, wenn der Markt da halt nachfeuert. Und das macht es halt so schwer und das macht es auch so schwer, dass wenn man dort nur ein Sekündchen zu langsam ist, ist man vielleicht, kriegt man den Entry erst hier oben bei 21.135 und hängt jetzt schon wieder hinten und muss jetzt darauf hoffen, dass da nochmal jemand nachkommt. Kommt dort oben keiner nach, ist man auf alle Fälle erstmal ziemlich in der Falle und muss dann halt schauen, wie man agiert. Also auch von daher, wenn man sowas sieht, durchaus auch die Überlegung für jeden einzelnen Trader, eventuell mit mehreren Positionen an sein Portfolio angepasst zu handeln, dass wenn jetzt mal ein schlechter Entry dabei ist, dass man nicht gar zu viel verliert und über sozusagen Nachkäufe, die aber zum Risiko passen, dann sozusagen seinen Einschnittsstand verbessert. Ja, also ganz einfaches Beispiel wäre jetzt, man ist jetzt hier oben long mit dem ersten Drittel, zweite Drittel auf der Hälfte und das dritte Drittel unten, wenn der Markt dann nur ein Drittel nochmal hochkommt, oder die Hälfte der Bewegung hochkommt, kann man dann sozusagen den Gesamttrade nochmal plus minus null rausknallen. Ja. Aber wir sehen es jetzt schon, wie der Markt hin und her schnippt. Und da jetzt eine Spur zu finden, die uns der Markt legt, der mal folgen kann, ist extrem schwer.
So, ich fokussiere mich jetzt auf eine Seite. Das heißt, dadurch, dass ja der Markt stets hier 10 Punkte hin und her geht, ist es wichtig, glaube ich, oder ist meine Annahme, dass es besser ist, nicht dauernd versuchen, Long und Short zu handeln, sondern sich auf eine Seite zu fokussieren. Heißt, wenn wir, solange wir über der roten Linie, also über dem Tageshoch vom Freitag uns ein bisschen etablieren, würde ich eher versuchen, die Long-Seite herzunehmen und die Long-Seite zu traden von oben. Von unten nach oben, also von der 25 an die 35. Ich werde jetzt hier auch was Folgendes machen. Und zwar, ich arbeite mit mehreren Positionsgrößen. Ihr könnt das einstellen, wie ihr das wollt. 1 CFD ist 5, 3, 12, keine Ahnung, was auch ihr tradet. Ich handle mit in Summe drei Positionsgrößen. Ich werde sie aber immer mit drei erstmal als Take Profit lassen. Ich werde versuchen, immer zwei reinzubekommen, zwei Positionsgrößen. So, dass bei dem Hin und Her sehr oft immer mal ein Trade rausgeht mit drei Punkten einfach. Das heißt, in diesem ganzen Gehacke hier von 20 Punkten ist es ja sowieso schwer, so wie jetzt gerade, wenn man jetzt durch Zufall hier geklickt hat und man hat jetzt hier die drei Punkte erwischt, ist man erstmal raus. Und wenn man raus ist, ist es erstmal gut. Wenn der Markt jetzt wieder 10 Punkte fällt, hat man auf alle Fälle immer die drei Punkte sicher. Also das ist eigentlich bei sowas ganz gut. So, jetzt ist der Markt nach oben rausgeschnippt, was ich jetzt verpasst habe. Aber jetzt die Long-Richtung war jetzt für mich jetzt hier so ein bisschen schon erkennbar auf Grundlage dessen, dass wir hier das Tagestief auch ganz gut gehalten haben vom Vortag. Jetzt kommt es erstmal darauf an, wie der Rücklauf kommt. Wenn der okay ausfällt, dann bleibe ich weiterhin auf der Long-Seite. Mein Ziel wäre das Tagestief von gestern, die 67, dass der Markt da nochmal hochläuft. Ich muss jetzt nur gucken, wie viel Risiko gehe ich, also wo springe ich jetzt nochmal rein? Das Problem ist, wenn der Markt jetzt einfach durchfeuert, komme ich gar nicht mehr rein. Der läuft mir jetzt davon. Ja, und da müsste ich jetzt einfach so reinspringen auf gut, ja, gut Glück halt, ja. Muss halt immer gucken, dass die Rücksetzer nicht mehr wie 20 Punkte sind. Also das heißt, eine so eine 5, 1-Minuten-Kerze, wenn die unter 10 Punkte ist, dann kann man vielleicht da sogar nochmal reinspringen. Vom Stop her und sagt, okay, wenn ich jetzt drinne gewesen wäre, hätte ich den Stop zum Beispiel unter dem 1-Minuten-Chart nachgezogen. Ja, jetzt sieht man halt, wie brutal die Märkte halt auch hier am Dow, wie was da für Volumen denn immer weggezogen wird. Ja, da wird dann halt 1, 2, 3, 4, 5 Punkte wieder. Es sind das immer grob 200 Kontrakte, die da immer durchgehen und dann ist die Order durch und dann fällt es erstmal wieder zurück. Ja, und dann kommen wieder 200 Kontrakte reingeschossen. Das ist halt schon nicht so schön zu handeln. Aber ihr seht auch hier, wie schnell man handeln muss, wenn man drin ist. Ja, und bei dem Hin und Her ist es wirklich durchaus ein Motiv und wie gesagt auch nur als Tipp, eventuell kann sie es rechnen, wenn man immer mal, also wenn man zumindest immer zwei Positionen tradet und eine versucht immer mit drei Punkten jetzt bei der Vola klarzustellen, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Exit bekommt, ist da sehr hoch und man kann sich da auch sehr gut ein paar Punkte zusammensammeln. Aber trotzdem sollte jetzt nicht das Ziel sein, dass man immer nur auf drei Punkte abzielt, weil dass man hier mal ganz schnell 10 Punkte hinten liegt, ja, es sollte sozusagen nur so ein Bonus sein, dass man in dem Hin und Her trotzdem einen Exit bekommt. Ja, weil es halt sau schwer ist, da einen guten Exit zu bekommen bei dem Hin und Her Geknalle. Und da habe ich es halt immer so gemacht, dass ich immer zwei Positionen handle. Also immer zwei, eine mit plus zwei Punkten und die zwei oder plus drei Punkten, plus vier Punkten, je nach Vola. Und die zweite Position halt versucht normal zu handeln. Aber es ist auch so, dass ich, wenn ich jetzt ein Trader wäre, der nur mit zwei CFDs handelt, dann würde ich halt zweimal eins handeln. Und ich kann das hier über das Mini-Terminal eigentlich ganz gut handeln. Ja. Gut, jetzt gucken wir mal, wie der Rücklauf ist. Also ich hätte gerne einen Rücklauf so in Richtung 21.139. Da mal gucken, ob der Markt sozusagen eine Richtung findet und wenn er nochmal anzieht, dann den Long nochmal zu versuchen. Ansonsten, wenn der Markt jetzt sehr volatil ist, wird er nochmal durch die 38 gehen. Im Normalfall durch die 38, vielleicht sogar bis runter zur 28. Kann jetzt auch passieren, wenn dieses Angeschieße, wie ich immer so schön sage, nicht nachhaltig ist. Und die nachfolgende Kerze wieder komplett abverkauft wird. So, wir gucken jetzt, wie sich der Markt hier unten verhält. Ich versuche also die Long-Seite tendenziell zu handeln. Wenn es geht, so tief wie möglich reinzukommen, wäre wichtig. Ja. Und vielleicht jetzt über den nächsten Hoch der nächsten Minute, dass man
Zwei Positionen. Also jeder muss das an seinen Account anpassen, wenn er handelt. Und bitte, wie gesagt, jetzt nicht einfach mir nachhandeln, weil das hier mehr oder weniger auch zu Demonstrationszwecken ist. Aber trotzdem, die Grundaussage, ist natürlich, dass ich den Trade, so ernsthaft wie möglich eingehe und auch, durchziehen möchte. So, ich habe jetzt zwei Positionen drinne. Eine hat plus 3 und die zweite habe ich gerade jetzt den Take Profit weggezogen. Ja, den Take Profit weggezogen. Man muss nicht beide gleichzeitig reintun, man kann auch mit der zweiten ein bisschen warten. Aber wie gesagt, Tendenz wäre jetzt, wenn jetzt der Markt nochmal 2 Minuten ansteigt, dass man hier entsprechend das rausbekommt. Wie gesagt, man kann auch die plus 3 verschieben, dass man sagt, okay, wenn er das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze nochmal anreißt, ist auch okay. Wichtig wäre jetzt, dass er halt nicht nochmal unbedingt an die 37 ranfällt. Das wäre jetzt eigentlich wichtig für mich, dass sozusagen jetzt nochmal die Käufer hier nochmal was nachlegen und die Rückläufe halt gering bleiben und ja, und dass der Markt dann nach oben zieht. Wie gesagt, man muss hier bei so einem Markt durchaus auch schnell reagieren, schnell fighten, weil oft man wird auch in vielen Phasen hier nur mal 3 Punkte, mal 2, mal minus 10. Wie gesagt, das ist nicht so einfach in dem Markt und auch da habe ich durchaus auch meine Schwierigkeiten in so einem Markt. So, jetzt gucken wir mal, wie er nach oben flippt. Und wenn er das schafft, dann ist es okay. Wenn nicht, muss er halt gucken, dass man dann zum Ende der 5 Minuten Kerze dann vielleicht dann wieder rausgeht. Wie gesagt, man muss gucken, dass man, wenn der Markt so seitwärts konsolidiert, dass man, wenn jetzt der Markt anzieht und ganz schnell wieder zusammensackt, dann ist das auch immer gefährlich. Wie gesagt, im Idealfall wäre jetzt hier so ein Flip durch das Hoch, also durch die 53. Ja, durch die 53, das Gute ist, wenn man bei JFD handelt, man hat den Take Profit drin und es geht extrem schnell, kriegt man vielleicht noch einen Punkt positives Slippage. Dann können es auch manchmal 4 werden oder 3,5. Passiert auch immer öfters mal. Und wenn der Markt jetzt richtig durchknallt, kann man versuchen, den anderen Trade halt zu halten oder im Rücklauf dann zuzumachen. Und man hätte dann mit beiden Trades trotz alledem zumindest die Chance, einen Gewinn zu haben. Also so handle ich das eigentlich recht gerne, wenn der jetzt noch ein bisschen feuern würde, dass man hier vielleicht die plus 3 Punkte zumindest abholen. Und dann ist erstmal so ein bisschen, ja, nicht Sicherheit, aber man hat zumindest mal ein Exit, wie gesagt, und das, aber die 10 CFDs sollten dann die Gesamtposition so oder so sein. Also man sollte jetzt nicht, wenn man normal nur 2 CFDs handelt, sollte man nicht 4 handeln. Das ist wär Käse, ja. Ja, 5 ist halt meine Normalpositionsgröße, die ich tendenziell immer handle. Also 5, 10, 5 bis 25 handle ich privat halt auch. Ist eine Positionsgröße, an der ich mich da. So, jetzt haben wir die plus 3. Ja, und wie gesagt, das manchmal, wenn man auch das Inner Range erwischt und man hat dann lässt dann, man schafft es zum Beispiel Inner Range eine Position drinnen zu lassen, kann man es dann manchmal sein, dass man in der Range schon 10 Punkte hat. Das heißt, ich könnte jetzt mein Stop-Loss kann ich jetzt auf minus 3 setzen, da hätte ich jetzt nur Kosten gehabt. Natürlich versuche ich mit dem mehr zu erreichen, dass wenn der Markt da rausgeht auf der Oberseite, dass ich da 5, 6, 7 Punkte kriege oder vielleicht sogar ans Tagestief von gestern rankomme. Wie gesagt, das haben wir uns ja alles ja hier schon so aufgezeichnet. Also wenn der Markt da hochgeht, wie läuft er da hier hoch durch das letzte Hoch? Bis jetzt hat er sich ganz gut gehalten, Rückläufe waren okay. Und jetzt halt die Frage, ob die Eindeckungen kommen. Wenn die Eindeckungen jetzt kommen, wie geht der Markt jetzt auf der Oberseite mit, nachdem er hier ausgebrochen ist? Wie geht er jetzt mit an das letzte lokale Hoch? Und das ist genau das, was ich jetzt trade. Ja. So, das heißt, zum Beispiel jetzt bei der Kerze darf der Rücklauf jetzt nicht mehr kommen. Also es muss jetzt die Minute hier schön durchschießen. Dann ist der Trade okay. Dann hätte man so ein genanntes 1, 2, 3 Tief. Ja, und da oben das als mögliches Ziel ist ja, sieht ja eigentlich sehr, sehr gut aus. Die Volatilität liegt bei 10 Punkten. Nee, was liegt sie? Bei ATR 15 Punkte. Also das heißt, wenn wir hier 10 Punkte rausholen oder 5 Punkte rausholen, sind wir schon sehr richtig gut. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier 8 Punkte, 9 Punkte vorne. Also mit 10 Punkten sind wir extrem gut. Und wenn wir hier es schaffen, wirklich 15 Punkte rauszuholen, dann das wäre ein Spitzenwert. Ja, aber wie gesagt, der Trade ist noch lange nicht durch.
Und wir wissen ja, dass der Markt sehr schnell auch hin und her gehen kann. Im S&P kommen wir hier oben an diese blaue Linie, die ich am Vorbörsenhandel eingezeichnet hatte mit diesem Volumentief. Wenn der jetzt davor abklappt, ja, wie gesagt, müssen wir gucken, müssen wir halt das mal rausgehen. Weil mal, allein wenn ich jetzt hier vielleicht noch eine Minute erzähle und die Kerze geht sehr stark nach unten, dann ist die wieder bei plus ein Punkt, dann ist eigentlich doof, mit plus eins rauszugehen, dann lieber mit plus fünf. Weil wie gesagt, wir können sowieso nicht abschätzen, ob der Markt halt jetzt sauber läuft. Jetzt machen wir das mal. Zum Beispiel, jetzt läuft er jetzt hier komplett zurück und man geht auch nicht mit plus 3 raus, dann wird das extrem schwer, dass man, ja, dann sieht man, okay, wir waren ja 8 vorne und das ist ja die Schwierigkeit. Nehme ich jetzt 8 oder kriege ich 15? Und da ist halt diese ATR auch eine ganz gute Orientierung. Und da muss man halt aufpassen bei diesem Hin und Her, wie auch vorhin, der Markt ist hier 13 Punkte zurückgelaufen vom Hoch. Das heißt, von hier aus 13 Punkte zurück. Hab ich keine Chance, das Ding nochmal irgendwie besser zu beenden, vielleicht wie jetzt mit plus 5. Ja? Wenn ich das jetzt mal nur vorne annehme, und dann kann das durchaus sein, dass man jetzt zum Beispiel alles, was jetzt ist, nur noch drum geht, also die 4 sind gut, ja, und jetzt geht es noch einen Punkt runter, dann werden die 3 gut, dann geht es noch einen Punkt, noch einen Punkt, noch einen Punkt. Und wenn man da nicht glatt stellt, kann es halt sein, dass man da auf einmal sogar ein Minus hätte. So, ich werde jetzt so Folgendes machen, ich werde jetzt trotzdem hier über dem Hoch sogar. Wenn jetzt hier der Markt wieder loszieht, werde ich hier über dem Hoch bei der 53 bis zur 56 überlegen, nochmal einen Long Trade einzugehen, also nochmal eine Dreierposition aufzustocken, darauf zu setzen, dass der S&P seinen blauen Preisbereich anhandelt. Ansonsten versuche ich jetzt hier unten auch bei plus 3 den Trade hier auch zuzumachen. Es geht jetzt nur darum, wenn der Markt jetzt hier nochmal bis 55, jetzt meine Stimme weg, bis 55 jetzt nochmal anzieht und wir eine schöne weiße Kerze sehen, so dass man sieht, okay, die Käufer sind jetzt hier am Start. Ja, und wie gesagt, wichtig ist immer, dass der zweite Entry immer auch mit zur Gesamtposition dazu gehört. Also das wäre das gleiche, wie wenn ich normal mit 10 handle. Ja, und so, jetzt kam hier nichts nach. Jetzt geht es wieder darum, ob ich die Position schließe. Noch hält sie es ganz gut hier. 3 Minuten da schon rumgeeiert. So, ich bin noch mal long mit rein. Jetzt gucken wir mal, ob wir die drei durchkriegen. Ich gucke jetzt aber auch nicht hier auf den Gewinnverlust, weil wenn ich jetzt das nach der Position rechnen würde, dann wäre es jetzt so, dass ich da sowieso raus müsste. Aber wenn jetzt der Markt hier die Minute noch ein Stück feuert, ja, man kann auch überlegen, den dann auch vor drei klarzustellen, wenn man merkt, okay, man ist eigentlich doch zu hoch. Aber tendenziell ist das immer so eine optional sozusagen in den Markt wieder reinzukommen, mitzugehen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt hier nochmal 3 macht, dann hätte man nochmal 3 extra. Das heißt, theoretisch plus minus 0 wäre dann erst bei minus 6. Ja. Jetzt gucken wir mal noch 8 Sekunden für die neue 5-Minuten-Kerze, ob was nachkommt. Ob er nochmal feuert. Wenn nicht, können wir auch überlegen, gesamt rauszugehen. Wir haben in Summe jetzt 8 Punkte geholt. Wir haben eine ATR von bisschen weniger, also das heißt, wir haben jetzt einen guten Schnitt gemacht, ja. So, mal gucken jetzt, ob wir jetzt noch einen Punkt hochgehen, das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze nochmal um einen Punkt rausnehmen. Dann hätten wir hier nochmal die plus 3 geholt und dann könnten wir hier überlegen, ob wir denn die 67 auch nochmal kriegen. Und vielleicht tun wir ja dann sogar nochmal die plus 15. Dann hätten wir eine schöne Trade-Abfolge innerhalb dieses Trends. So, da haben wir die plus 3 auch nochmal. So, jetzt haben wir hier plus 3, plus 3 und plus 12 jetzt vorne, bei plus 15 oder so würde ich das Ding jetzt aber den Sack dann zumachen, weil bei der Vola möchte ich dann auch den, so ich habe jetzt dazu, eigentlich wollte ich jetzt mit 10 zumachen, also ich habe jetzt plus 3, plus 3, plus 9,5 sozusagen gemacht innerhalb dieser Abfolge und wie gesagt, soll nur mal auch eine Idee zeigen, wie man vielleicht was handeln kann. Wichtig ist, es muss sozusagen eine Position muss dann die Hälfte oder noch weniger sein von dem, was man original handelt. Also das ist mir ganz wichtig, nicht, dass er denkt, ja, ich habe beim Behrendt Video geschaut und der handelt da doppelte Position und baut das auf, aber nein, wichtig ist, dass es die Originalpositionsgröße ist. Warum habe ich den Trade jetzt einfach beendet mit plus 9,5? Hätte gerne plus 10 gehabt. Einfacher Grund ist der, dass wir bei der Schwankungsbreite recht, also wir sind A im oberen Bereich. Also es hätte jetzt für mich nur Sinn gemacht, wenn ich davon ausgehe, dass der Markt wirklich im Stück ohne nochmal einen Rücksetzer direkt das ganze Thema hier rausnimmt.
Für mich ist es aber, ist es so, das, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich habe jetzt einmal eine Chance genommen und jetzt geht es ja darum, das Ding zu managen. Der kann natürlich, von mir aus kann der noch ins Nirvana steigen, aber wenn ich jetzt das davor hernehme und sehe, wie schwer es sich da getan hat, auch wenn das Vorbörse ist, so sehen ja aber trotz alledem auch die anderen Trader, die sozusagen hier im Future handeln, sehen das ja auch und die könnten ja vielleicht auch auf die Idee kommen, hier in den grauen Preisbereich reinzuhandeln und ups, erstmal die Gewinne mitzunehmen, was wiederum bedeutet, das muss nicht der Punkt sein, was bedeutet, dass der Markt dann hier erstmal runtergeht. So. Und für mich war das jetzt eine schöne Serie, denn unsere ATR ist jetzt hier unten gerade zurückgegangen. ATR von 3, also die letzten 3, 5 Minuten, kehrt jetzt bei 8 Punkte. Davor waren es gerade jetzt hier noch 15 Punkte, bedeutet, ich habe jetzt bei einer ATR von 8 oder von 10 Punkten, habe ich 10 geholt. Also das heißt, ich habe mehr verdient, wie der Markt eigentlich, also oder genauso viel verdient, wie er schwankt. Normalerweise ziele ich eigentlich auf ein Drittel ab. Heißt bei 8 Punkten ein Drittel, ganz grob, ja, es sind 3, ja, ist jetzt nicht passend, 9 Punkte wären jetzt 3,3 oder sagen wir mal 2,5 Punkte, auf die ich eigentlich da nur abzielen kann. Also da kann ich innerhalb der Schwankung eigentlich nur auf 2,5 Punkte abzielen. Ja, das ist natürlich zum Stop her gesehen auch völlig sinnbefreit. Aber für mich jetzt durchaus ein guter Bereich, um da oben einfach den Exit zu suchen. Man kann natürlich den Trade, solange die Rückläufe gering bleiben, den Trade genauso wie jetzt auch weiter managen und auch hier neue Einstiege suchen. Ja, aber 10 Punkte oder so mitzunehmen ist auf alle Fälle völlig okay für mich. Ja. Positiv jetzt gerade hier, der Rücklauf hier war gar nicht so weit, der ging nur bis an das Hoch dieser vorletzten 5-Minuten-Kerze. Und jetzt geht schon nach oben. Das heißt, vielleicht auch 16 Uhr mit den Zahlen dann. Vielleicht sehen wir ja den Durchbruch. Wenn wir den Durchbruch gesehen haben, können wir immer noch mal neu entscheiden, ob der Markt tendenziell durchbricht, Rücklauf und weiter steigt. Das heißt, man kauft das Tagestief vom Montag und wir sehen weiter steigende Kurse. Oder hier oben ist vielleicht doch erstmal Schluss. Ja, vielleicht der ein oder andere Trader kriegt das den Exit dann noch besser hin. Aber wenn hier wirklich Schluss ist, dann muss man halt auch zusehen, dass man eigentlich da oben denn rauskommt. Weil wer hier zu lange gewartet hat, verschenkt halt auch viele Punkte. Ja. Und in der Situation ist das für mich ein guter Exit, mit 10 Punkten rauszugehen. Also, wenn wir jetzt hier in Summe mit der Trade-Staffel 65 € verdienst, vollkommen okay bei der Vola. Jetzt muss man es auf volle Positionsgröße rechnen. Also 10 CFDs, ja, die volle Positionsgröße sind jetzt nur 6,5 Punkte, wenn man so will. Ist jetzt nicht viel, aber auf die Gesamtpositionsgröße. Ja. Aber so kann man vielleicht einfach auch im Trade Management sich ein bisschen Flexibilität herholen in so einem Markt, der vielleicht nicht ganz so sauber ist. Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass man da vielleicht ein bisschen flexibler agieren kann. Weil auch immer, wenn ich ja nur mit einer halben Position einsteige, mal als Beispiel, ich wäre jetzt hier, hätte jetzt nur eine halbe Positionsgröße drinne gehabt und jetzt fällt der Markt erstmal runter, dann habe ich dort viel, viel mehr Managementmöglichkeiten. Weil ich kann theoretisch den Originalstopp ja auch verdoppeln und verliere ja auch nur das, was ich original riskiert hätte. Also als Beispiel, ich bin bereit, 20 Punkte zu riskieren mit 5 CFDs sind $100. Das heißt, wenn ich jetzt das meine Originalpositionsgröße wäre und ich handle 2 mal 2,5, ja, dann könnte ich ja den ersten Stop anstatt 20 Punkte sogar 40 Punkte nehmen und innerhalb dieser Range dann auch nochmal meinen Trade aufbauen. Ja. Das heißt, ich hole mir einfach ein bisschen Flexibilität ins Haus bei einem Markt, der vielleicht nicht ganz so kalkulierbar ist. Ja, finde ich eigentlich ganz wichtig und interessant. Gut, wir achten jetzt mal noch mal kurz. Ich achte jetzt noch mal kurz darauf, wie der Markt sich hier oben in der Nähe vom Tagestief von gestern verhält und wo wir da entsprechend vielleicht einen Widerstand sehen, eine Range sehen. Also ich gehe aktuell von der Vola her. 48 Punkte ist typisches mehr Range-Charakter in USA. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass der Markt jetzt dann so ein bisschen nach unten kommt. Ja, und wenn man hier oben sozusagen seinen Exit dann nicht mitgenommen hat, bis jetzt wäre man so viel besser nicht rausgekommen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also heißt, in der Spitze wären es noch 4 Punkte mehr gewesen, aber die kann man ja nicht sagen, dass man die auch kriegt, die 4 Punkte mehr. Ja. Gut, jetzt gucken wir mal an, wie der Rücklauf kommt. Im Idealfall ist der Rücklauf jetzt relativ schnell, wenn die ganzen Longs hier nämlich zugemacht werden und mehr darauf ausgehen sollten, dass wir hier eine Range haben. Das heißt, es kommen neben Closes von Longs auch noch Shorts mit rein und dann
geht der Markt sehr gut nach unten. Und auch schneller nach unten, wie er vorher gestiegen ist, weil ja. Gut, S&P ist auch sehr, sehr knapp an den blauen Strich rangelaufen. Jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Also wenn die Trading Range hier aktiv ist, das heißt, der Markt fällt jetzt hier nach unten, die Trading Range aktiv ist, müsste man gucken, ob sie bis in den Preisbereich von dem, in den grauen Preisbereich um die 37 hinläuft oder vielleicht sogar gar bis ganz runter. Das müsste man jetzt abwarten, wo der Markt sich wieder stabilisiert, wo er unten wieder, wo die Longs oder die Shorts geschlossen werden. Da würde dann der untere Boden denn entstehen können. Ja. Wenn ich jetzt nochmal Long handeln würde, müsste ich gucken, dass ich so tief wie möglich Long reinkomme. So tief wie möglich Long reinkomme. Also was manchmal ganz okay ist, wenn wir einmal hier einen guten Long Trade hatten, ist es oftmals auch so, wenn der Markt jetzt darunter handelt, sich eine gewisse Spanne wegbewegt hat und wieder hochkommt, kann man den gleichen Long an gleicher Stelle plus zur späteren Zeit nochmal machen, kann auch nochmal 10 Punkte holen. Gibt es auch oft. Aber jetzt haben wir noch nicht wirklich so eine klar definierte Range. Von daher ist es ein bisschen schwer. Also zum Beispiel heute bei meinem DAX-Trading hätte ich theoretisch dreimal oder viermal, glaube ich, dreimal den gleichen Trade machen können, hätte dreimal jeweils 5 Punkte rausholen können. Ja. Aber da muss man natürlich auch der Range halt auch gut vertrauen, dass das halt so läuft. So, jetzt gucken wir mal, jetzt ist der Markt da relativ weit unten. Ja, und jetzt kommt es hier drauf an, ob er wieder nochmal anzieht. Wie gesagt, bis jetzt habe ich jetzt hier mal so eine, macht die Linie mal Magenta, das ist sozusagen der vorhergehende Long gewesen. Jetzt kann man ja mal gucken. Ja, ist auch manchmal so, wer seine Trades immer auswertet und das sieht, dass dann, wenn man dann mal das so rüberreißt und das so im Chart drin hat, dann wundert man sich manchmal wirklich, was einmal gut läuft, läuft auch manchmal zweimal, dreimal oder gar viermal gut. Ja, wie gesagt, kann man auch natürlich nur sehen, wenn man seine Trades immer jeden Tag täglich sauber auswertet. Also bis jetzt war es gar nicht so verkehrt gewesen, hier nochmal den Long zu suchen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht genommen. Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der Markt jetzt von da unten schon zu stark angestiegen ist, dass ich hier oben sehr, sehr wenig Platz habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder eine volle Position eingehen würde, also ja, dann wäre das für mich zu risikoreich. Das Einzige, was ich hier machen würde, wäre vielleicht mit einer halben Position zu handeln, also mit 5 CFDs, um zu gucken, ob wir nochmal den oberen sogenannten Distributionsbereich, also den oberen Range-Bereich halt erreichen. Denn da, wenn der jetzt, da sind wir jetzt schon recht weit oben dran wieder. Auf der Unterseite, wie gesagt, hat sich nicht wirklich was Gutes ausgebildet. Ist mehr so einmal runter, einmal hoch. Und hier oben jetzt long zu gehen, ist mir ein bisschen zu tricky. Dafür waren wir eigentlich noch nicht tief genug, um jetzt, dass ich da nochmal bereit wäre, jetzt den Long zu suchen. Also ich glaube, ich würde jetzt hier abwarten, wie sich so eine Range bildet, also wie sie sich ausbildet zwischen dem Hoch hier. Und dann Überlegung ist, wäre dann dahingehend, dass man dann sagt, okay, wir versuchen hier eine Range zu finden und diese Range dann zu traden dann später. Gut. Ja, jetzt hätten wir die erste halbe Stunde getradet, lief eigentlich wesentlich besser als erwartet. Im Normalfall kassiere ich eigentlich sonst in letzter Zeit immer da die Verluste.
Aber war doch recht gut. Also Ausbruch, was habe ich gehandelt? Also nach dem Ausbruch, den Ausbruch direkt habe ich nicht gehandelt. Nach dem Ausbruch den Rücksetzer abgewartet, dann die Long-Position aufgebaut. Einmal 3, einmal 9, einmal 3, einmal und dann nochmal zwischendrin nochmal 3 reingenommen. Ja, und sozusagen dann auf die Summe jetzt gesehen, da um die 15,5 Punkte geholt, wenn man jetzt die Einzelpositionen betrachtet. Wie gesagt, jetzt heißt es durchaus so ein bisschen warten, damit man das ein bisschen besser abschätzen kann, ob da wirklich jetzt eine Trading Range kommt oder nicht. So würde ich es jetzt machen. Und ja. Was auch noch ein Tipp vielleicht ist, weil man es jetzt auch der Tage, auch am Freitag wieder super gesehen hat, wäre wirklich, sich hier und da immer mal durchaus auf einen 30-Minuten-Chart drauf zu gucken. Denn die Amis laufen zurzeit auch wieder recht sauber nach diesen 30-Minuten-Chart. Also das heißt, wenn ihr dann heute vielleicht mal so 18, 19 Uhr auf dem 30-Minuten-Chart drauf schaut und schaut, wie sich der Markt verhält, mit seinen Hochs und Tiefs, kann das manchmal sehr interessant sein. Zum Beispiel hier auch am Freitag hatte man recht gut auch schon die Kaufwelle im Anmarsch gesehen. Und zwar hier, das ist der Freitag, da hatten wir dann auch wieder das absolute Tief, dann eine 30-Minuten-Kerze mit dem höheren Tief, dann eine zweite, eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste und erst hier Abend, da ist es dann gebrochen. Wie gesagt, und wenn es halt manchmal gut läuft, dann sieht es so aus wie hier letzte Woche Donnerstag, da hatten wir in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kerzen mit einem höheren Tief, also 9 mal eine halbe Stunde. Ist natürlich auch immer interessant, wenn man auch mal sozusagen dort sieht, wenn die in dem Rahmen, wo die größeren Jungs handeln, ja, durchaus mal gucken. Das wird nicht jeden Tag so sein. Es gab jetzt hier und da halt mal so einen Tag, wo es sehr gut lief, aber da muss man jetzt auch durchaus aufpassen. Aber wenn es sich denn so anbahnt, so wenn man denkt, oh Mensch, ey, das zieht sich so langsam nach oben, dann mal eine Zeiteinheit höher schalten. Und die Amis, wie gesagt, schauen sehr viel im 30-Minuten-Chart, nicht im Stunden-Chart, wie wir es machen, im 30-Minuten-Chart. Liegt daher, dass sie ja meist dadurch, dass die Eröffnungszeit um halb beginnt, weil wird man da jetzt einen Stundenchart nehmen und die meisten Stundencharts, eigentlich fast alle, laufen von voller Stunde bis voller Stunde und nicht von halber Stunde zur halber Stunde, sondern genauso wie die Uhrzeit zur vollen Stunde und dann fehlt einem halt in der ersten Stundenkerze ja immer eine halbe Stunde rein von der richtigen börsengehandelten Zeit und deswegen switcht man in den USA, ist man da viel mehr im Halbstundenchart unterwegs. Auch wenn ich es jetzt nicht beweisen kann. Aber der ein oder andere Ami-Trader hatte das mal so berichtet und das ist für mich auch durchaus sinnvoll und oder nachvollziehbar. So, wir achten jetzt mal, jetzt hat der Markt das hier so angezogen, jetzt baut er hier schon wieder langsam auf. Das heißt, wenn jetzt hier so die Tendenz so leicht bleiben würde, also das heißt, dass wir hier steigende 1-Minuten-Kerzen gehen, dann durchaus die Möglichkeit, dass wir jetzt hier nochmal hochgehen an die 60. Könnte man vielleicht nochmal mit einem Dreier. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich nicht gedrückt, ich höre nie. Jetzt hätte ich beinahe gedrückt. Also ich habe jetzt gedrückt, aber ich war mit der Maus noch nicht auf dem Button drauf, weil ich rechts hier in Future reingeschaut habe. Habe den Button verfehlt. Also ich hätte jetzt hier glatt eine Position reingenommen mit auf 3 Punkte. Aber hat man jetzt schon sehr gut gesehen, wie der Markt hier die Position aufgebaut hat. Es war eigentlich ziemlich gut gerade gewesen. Mal gucken jetzt, ob der Markt nochmal nach oben durchgeht. Ansonsten, wie gesagt, also ich meine, der kann ja auch von mir aus noch weiter steigen, das ist ja gar kein Problem. Gut. Ja. Also ich hätte ihn fast genommen. Ich habe geklickt, aber halt, also ich habe geklickt, aber ich war mit der Maus hier nicht auf dem Button drauf, weil ich rechts in den Future geschaut hatte. Und hatte mir gerade das angesehen und da hat das Auge nicht ganz getroffen oder die Hand nicht ganz genau getroffen, wo ich auch gerade noch hier gezeichnet hatte. Gut, also das war aber sehr gut zu sehen, diese Tendenz hier, was ich sagte, dass der Markt da hier jetzt nochmal über dem Hoch, wie gesagt, die 3 Punkte hätte ich mir auf alle Fälle mitgenommen, ganz gerne. Wäre jetzt nochmal ganz guter Trade gewesen, aber gut, wenn nicht ist, ist halt nicht. So. Okay. Da hat man das Thema so ein bisschen Live-Trading, Tagesvorbereitung schon abgehakt.
Habt ihr dazu Fragen? Also gibt es dazu Fragen zu dem Thema? So ein bisschen, wenn da jemand, wer möchte, kann da gerne Fragen stellen, könnt ihr gerne reinschreiben. Dann beantworte ich die, wenn nicht, dann, wenn es keine Fragen gibt, auch gut. Wenn man jetzt so einen richtigen Ausbruch traden möchte, dann würde ich jetzt darüber überlegen, ob man den Long nimmt. Aber wie gesagt, die Gefahr einfach jetzt des Longs, also man muss hier unterstellen, dass man auf alle Fälle das letzte lokale Hoch und das Tagestief von gestern rauszieht. Also ansonsten macht der Trade, ist ja saugefährlich. Ich meine, wenn der Markt da durchgeht und man das dem Markt unterstellt und dem Markt unterstellt, dass wir das Tagestief von gestern erreichen, dann kann man den Trade hier oben auch noch eingehen. Aber wie gesagt, da muss man schnell sein, wenn es so nicht kommt. Ja. Also das ist wichtig, dass man da dann rausgeht. Das Volume Profile ist doch hilfreich bei, ich habe es doch benutzt, frage gerade, das Volume Profile ist doch sehr hilfreich bei Low Volume Notes etc. Warum verwendest du das hier im Live Trading nie? Habe ich doch. Also habe ich solche gerade verwendet. Also wie gesagt, im Future habe ich doch entsprechend da drauf geschaut. Also. Ja. Und auch bei uns im ganz normalen Trading, im Premium Service, ist das immer rechts mit an. Also das ist eigentlich immer mit an. Gut. Also jetzt immer genau an dem Volumentief da dran. Man sieht jetzt auch, da legt sich einer rein, 2000 Kontrakte im S&P Future. Mal gucken, wenn er die wegnimmt, dann hätte man da durchaus die Chance, dann drüber zu gehen. Ansonsten wird hier erstmal die Käufer absorbiert. Also das werden wir jetzt gleich sehen. Also Möglichkeit A, wir sehen jetzt einen massiven Knall auf der Oberseite gleich nochmal, den können wir nochmal gucken. Aber man sieht jetzt auch hier, wie das Profil, also die Limits meine ich, hier reingehauen werden. Und wir sind jetzt bei 12.800 Kontrakte. Das heißt, man braucht jetzt schon massiv Energie. Ja, man braucht jetzt hier schon massive Energie, um entsprechend da oben rauszukommen. Und da ist jetzt die Frage, ob diese Energie halt ausreichend ist, um da rauszukommen oder nicht. Und wenn die Energie da ist, klar, dann sieht man eine sehr, sehr gute und schnelle Bewegung. Aber man sieht jetzt genau, bis dahin hat man jetzt gerade mal geschafft, also 2100 Kontrakte hat man getradet, 1000 liegen immer noch da. Auf der 2433, also da muss halt ordentlich geackert werden. Jetzt haben wir 2,1. Jetzt haben sie ihre Limits hier gelöscht. Darüber sind es wieder 1000. Also wenn die Käufer drin sind und also aggressiv sind, dann kriegen sie das auch nach oben weg. Aber es gehört schon viel dazu und da braucht man schon ordentlich einen Trader im Hintergrund, der jetzt dann Attacke macht am Hoch, um den Markt ans Tageshoch zu bringen. Und wenn man den nicht unterstellen kann, würde ich dort auf alle Fälle jetzt kein Long Trade mehr eingehen, sondern ich selber meine Longs schließen. Also es sei denn, man kann jetzt irgendwo eine Kauf- oder Markt unterstellen, dass da jetzt der Markt das jetzt durchnimmt. Oder wichtig, man schaut jetzt drauf, ob hier wirklich immer die 1000, 1400, 1500 wirklich getradet werden müssen. Ansonsten wird man sehen, dass der Markt sozusagen die Limits nach oben stapelt. Das heißt, er klackert die immer ein paar Ticks höher. Und am Ende werden nie die 1000, 1500 gehandelt. Wenn immer ein Vielfaches von der Summe, die hier drinne steht, also auf der 2433 standen jetzt ja auch 1500 oder 1466, so da wurden jetzt gerade mal 900 gehandelt. Das heißt, die ganzen Limits sind nicht echt, also jetzt kann man die Bewegung erwarten. Ja. Gucke, hier werden 900, da 900, nur noch 900 gehandelt anstatt die 1400. Das heißt, die Algos ziehen sozusagen ihre Limite immer Ticks, paar Ticks höher. Weshalb man jetzt, wenn das so läuft, und durchaus recht gut eine Bewegung dann erwarten kann, weil das, was hier im Angebot drin steht, nicht wirklich so echt ist, wie es aussieht. Und jetzt sieht man ja auch, dass der Markt das ganz gut rauszieht. Ja. Gut, also wie gesagt, der Long hier oben ist trotzdem ein bisschen tricky, weil wenn der Markt das nicht durchzieht, so sauber, wie er es jetzt hier gemacht hat und auch hier so eine Struktur inne hat, also hier mit diesem steigenden Tiefs in den 1-Minuten-Kerzen, wie gesagt, das unterstützt das noch ein bisschen, dass da was nachkommt, aber man muss da wirklich ein gutes Gefühl haben, weil ansonsten rennt man da volles Brett in die Wand rein und
Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man am Widerstand long geht und dann muss man das Ding aussitzen. Ja. Ja. So. Gut, also wenn noch Fragen sind, dann immer raus damit. Als Hinweis an der Stelle jetzt noch, bevor wir fragen, wir können uns ja den Markt auch weiterhin auf dem Schirm so lassen. Wenn nochmal interessante Situationen kommen, kann man es ja nochmal drauf liegen lassen. Aber Hinweis an der Stelle nochmal, seitens von JFD Brokers heißt aktuell, wir haben, oder JFD Brokers hat dann sozusagen da auch für einige Kunden, die daran Interesse haben, entsprechend jetzt auch den Bitcoin kann man jetzt bei JFD Brokers traden. Ich kopiere mal in den Chat entsprechenden Link rein und da auf den gehen wir jetzt noch mal gleich. Das heißt, da kann man sich noch mal alles durchlesen. Wie gesagt, ich habe von Bitcoins keine Ahnung, mir fehlt da jeglicher Bezug dazu, aber für als Info, wer es gerne handeln möchte, kann das bei JFD tun und kann hier da sich die ganzen durchlesen, die ganzen Bedingungen dafür. Das heißt, man kann Bitcoin zu US-Dollar, Bitcoin zu Euro traden und kann sich das hier alles entsprechend durchlesen, was sozusagen die Maximalorder ist, die kleinste Order ist, die Mindesttradegröße oder die Mindestgrößensteigerung kann man sich hier anschauen. Wer es sucht, bei MetaTrader drinne, wer es hier entsprechend sucht, der geht auf zum Beispiel jetzt hier auf den roten grünen Pfeil und hier kann man sich dann entsprechend die Symbole anzeigen lassen, rechte Maustaste, alle oder Symbole auf Symbole gehen, dann geht ein neues Fenster auf und hier unter BTC, CFD, da ist dahinter sind die beiden Bitcoins. Und dann kann man sich das hier anschauen. Ich glaube, ich habe sogar einen offen hier. Wie gesagt, da läuft das Ding. Also der Spread ist schon auch nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, bei der Volatilität, ja, muss man halt überlegen, ob das was für einen ist oder nicht. Wie gesagt, wer da. Also da findet der Handel statt und da kann man sich dann entsprechend anschauen, das ganze Thema. Also wie gesagt, die Rallye auch der letzten paar Tage war ja da schon außergewöhnlich. Für mich ist es nichts, ich kenne den Markt nicht, ich weiß nicht, was da gehandelt wird, warum, wieso, weshalb und von daher bleibe ich da an der Seitenlinie und aber für jemanden, der es gerne möchte, kann da ja jetzt handeln. Ja. Also das an der Stelle nochmal. Wie gesagt, gibt es jetzt bei JFD Brokers zu handeln. Diese entsprechenden CFDs. Gut. Okay, wenn so weiter keine Fragen sind, kann man durchaus noch mal schauen, ob man hier oder da noch mal eine Trading-Idee finden. Wie gesagt, wir haben es eigentlich jetzt einen sehr, 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 sehr gut im Sinne von, dass wir. Warte, ich stelle mal den Link noch mal rein. Genau, habe ich ganz vergessen. Sorry. Ah nee, habe ich doch schon gemacht. Hier. Ist nicht bei alle, ich an alle, ich an alle, doch, so jetzt, genau. Wir sehen ja jetzt hier auch, dass wir einen recht guten Trend bekommen. Wichtig wäre jetzt, dass der Trend sozusagen hier über dem Tagestief von gestern zum Stehen kommt, im Idealfall der Rücksetzer und der Markt dann hier vielleicht noch ein Stück höher geht. Also, ja. Hallo Heiko, kannst du uns erklären, wie die Algos traden? Also Algos als solches sind da sozusagen, also gibt ja unterschiedliche Arten von Algos, also Algorithmen, wenn man es jetzt mal ausspricht. Das heißt, es gibt ja einmal so Algorithmen, die entsprechend eingesetzt werden, um die ganze Zeit im Markt drin zu sein. Das heißt, hier zum Beispiel jetzt gerade bei der Bewegung ist dann so, dass hier sogenannte Quote Machines oder Scalping Machines oder wie auch immer man die Dinger nennt, die stellen den ganzen Tag hier die Kurse rein und limitierte Kurse und traden hier auf einen Tick. Ja, das heißt, aber die messen halt, wie viele Orders an den Markt kommen
und welche Volatilität zu erwarten ist, und daran verändern Sie und verschieben Sie entsprechend Ihre Positionen und passen die alle automatisch an. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Algos. Das heißt, ein Algo ist ja auch das, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier einen Trade eingehen würde und würde jetzt hier einen Trailing Stop einstellen von 3 Punkten oder so, dann wäre das ja auch ein Algo, also ein Algo-basierte Unterstützung. Sei es auch Take Profit, Stop Loss, das wird ja mit einer Order aufgegeben. Das heißt, das ist ja auch eine technische Unterstützung in dem Sinne. Also von daher gibt es einmal diese Unterstützungen, denn diese Trading-Art, und dann gibt es ja noch dieses sogenannte High-Frequency-Trading, was ja auch vollautomatisch läuft nach gewissen Kriterien. Und auch hier werden halt gewisse Sachen im Markt entdeckt, gewisse Analogien angewendet, vor allem statistische Modelle angewendet, um daraus heraus entsprechend hier einen Profit am Markt zu ziehen. Ja? Und das bedeutet, das bedeutet, dass man, also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, die feuern zum Beispiel am Tag über 10.000 Trades ab und sie kaufen immer auf dem Bid und dem Ask und versuchen da aus dieser Spanne sozusagen immer nur ein BIP oder ein Tick Gewinn zu machen. Dadurch, dass der Markt je nach Vola hin und her geht, haben die halt eine Trefferquote von 70%. Das heißt, 7.000 Trades im Gewinn, 3.000 Trades im Verlust. Ja, und dann kann man dann hier entsprechend dann ausrechnen, was man da eventuell verdienen kann. Schlechtes Ergebnis, denn nach dem statistischen Modell wären halt, glaube ich, 58% oder so. Und nur ganz, ganz wenige Tage im Jahr, da ist es so, dass das System komplett verliert. Aber da ist es so, da wird dann, also bei extrem hohen Volatilitäten verlieren die Systeme eigentlich immer. Also solche Algos, die jetzt sozusagen nur auf einen Tick traden, die verlieren bei solchen entsprechend. Aber jetzt zum Beispiel hier in der Phase kann der Algo, also dieser Algorithmus, sehr, sehr gut verdienen. Das heißt, irgendjemand verkauft, also der im Algo steht drinne bei 2.432 im Limit Buy, hat jetzt hier 28 Kontrakte bedient bekommen von irgendeinem Verkäufer, und jetzt könnte der diese 28 Kontrakte, die er per Limit Buy bekommen hat, der Algo per Limit Sell auf die 2.432,25 stellen, und dann hätte er einen Tick mit 28 Kontrakten verdient. Und solange die Vola klein ist und in einer gewissen Spanne der Markt hin und her läuft, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber sobald die Vola höher ist oder größere Trader reinkommen, dann also oder die Vola höher wird, einer der Gründe auch für diesen Flash Crash damals, dass die Systeme, die sozusagen hier diese Liquidität, also dieses Angebot Nachfrage zur Verfügung stellen, die ziehen sich dann zurück, weil sie ja nur auf einen Tick traden. Die ziehen dann ihre Orders zurück, und das führt dazu, dass ganz viel Angebot oder ganz viel Nachfrage, je nachdem, in welche Richtung das mal geht, bei dem Crash natürlich nach unten, dass sehr, sehr viel Angebot auf ganz wenig Nachfrage trifft. Wenn man jetzt hier mal guckt, hier stehen auf jeden Tick schon wieder über 1.400 Kontrakte. Wir sind jetzt schon wieder bei 12.000 Kontrakte angekommen. Erinnert euch, am Anfang des Webinars waren wir bei 10.000 Kontrakte in Summe. Jetzt sind wir bei 12.400. Die Zahl wird mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit nochmal höher gehen. Das wird bedeuten, dass die Vola immer weiter zurückgeht und wir dann nachher Handelsspannen haben von 4 bis 5 Ticks. Da können wir nichts mehr verdienen. Frage ist bezüglich Bitcoins, also natürlich der Spread ist ja das, was man verdienen muss. Also der Spread ist halt hier enorm hoch beim, also wenn man auf dem, also ja, gehen wir nochmal hier auf den Chart. Also wie gesagt, der Spread ist, ja, wenn die Vola jetzt so klein ist heute, dann ist natürlich immer nachteilig. Jetzt haben wir hier, was ist der Kurs? Ja, das heißt, also wenn ich jetzt short bin bei 2.872,05, ja, hier, wir haben hier einen Spread von 14 Euro. Nee, 16. Nee, Quatsch, 10 mal 12.
12 € ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber gut, ich weiß nicht, wie das Ding halt schwankt. Wie gesagt, ich habe den Markt noch nie gehandelt und ich würde den nie handeln, wenn ich nicht, also ich persönlich, 2872,05 minus 2884,99. So, ja. So, 13 € Spread. Muss man halt überlegen. Ich keine Ahnung, ob das jetzt, ob das an der Originalbörse auch der Spread so hoch ist. Da habe ich keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie das Ding im Original gehandelt wird. Aber natürlich, wenn man jetzt Short ist auf der 0,5, muss dann sozusagen der Ask-Kurs, also da, wo ich kaufe, der muss dann unter der 72,05 sein, damit das Ding halt auch was wird. Ich meine, wenn das Ding sich hier am Tag, sei jetzt mal um 100 € bewegt oder hier 180 € bewegt, dann sind auch die 12 € ans Brett okay, aber wenn du dann einen Tag hast, wo sich das Ding hier gerade mal 50 € bewegt, dann ist natürlich das Brett enorm schädlich. Ja. Weiß nicht, ob man das Ding jetzt auf Intraday-Basis überhaupt handeln sollte oder eher vielleicht irgendwie langfristig, aber keine Ahnung, wenn da plötzlich so ein Crash gibt. Also ich wollte ja nur sagen, dass das angeboten wird, aber klar ist, man muss unter den Spread kommen. Ja. Jetzt sind wir bei 65, jetzt sind wir genau bei 10, nee, 15 € Spread sogar. Ja. Also von daher, wie gesagt, man kann das Ding handeln, also man muss es überlegen, ob man es handelt. Wie gesagt, der Spread sieht jetzt eigentlich, wenn man hier den Chart so sieht, recht klein aus, aber in Euro gesehen ist das schon eine ziemliche Hausnummer. Na gut. Okay, ja, jetzt sieht man hier, wie die Vola reingeht und jetzt sieht man auch hier zum Beispiel im Future, wenn man jetzt hier mal schaut, im Dow Future, da sieht man hier, was hier auf einen Tick, also auf einen Punkt gehandelt wird. Ja, da werden dann halt 200, 300 Kontrakte geschrubbt. Im S&P hier ein paar tausend Kontrakte. Und das führt dann zu dieser ganz geringen Vola. Dann gibt es dann eine kurze Bewegung und dann ist wieder Schluss. Wie gesagt, der Markt kann sich kaum ordentlich bewegen, weil er von der Limit-Seite total zugepfropft ist. Und wenn er sich bewegt, ist das meistens nur schnell, weil irgendjemand schnell rein und raus muss und sich versucht, das Volumen zu schnappen, was hier angeboten ist, aber nicht echt ist. Das ist schon. Ja, ist wie gesagt, das ist dann ein Handel, der dann für uns dann nicht mehr lukrativ ist. Ein Indikator, den ich halt für sowas nutze, um zu überlegen, ob ich noch handle oder nicht, ist jetzt zum Beispiel hier die ATR von 3 im 5-Minuten-Chart. Die steht jetzt bei 10 Punkte. Das heißt, wenn sich selbst der Dow Jones nur noch 10 Punkte in den letzten 3, 5-Minuten-Kerzen bewegt hat und ich möchte gerne innerhalb von 5 Minuten meinen Trade verlassen oder von 10 Minuten wieder, dann weiß ich, dass ich jetzt keine 30 Punkte erwarten kann, sondern wenn ich Glück habe, steige ich ein und mache 3 Punkte. Und dann muss ich aber überlegen, was ist mein Risiko? Ja, ich kann ja keinen Stop auf 1,5 Punkte setzen, macht keinen Sinn. Und dann muss man halt überlegen, ob man denn so einen Trade noch eingeht oder nicht. Ja, also ganz klar. Aber wie gesagt, das wird immer schlimmer. Das ist so ein typisches Bild. Also es geht extrem langsam. Ich erinnere hier auch an den einen Tag, wir können ja mal noch für den Tag gehen, wie lange das gedauert hat, bis sich das dann am Ende wirklich durchgesetzt hat. Ja, also das heißt auch hier, bis sich das dann wirklich hier durchsetzt, der Markt hier mal, das sieht jetzt ja alles natürlich total schön und harmonisch aus, aber das hat hier 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Minuten gedauert, bis der Markt sich mal hier rausbequemt hat, um dann hier die Bewegung zu machen. Ja, und da 45 Minuten zu warten als Kurzfrist-Trader ist arg anstrengend. Bei einer durchschnittlichen Haltendauer von eigentlich 7 Minuten oder 8 Minuten. Ja. Gut, also das heißt auch für mich wäre jetzt hier soweit eigentlich rein trade-technisch jetzt nichts mehr möglich, weil ich einfach sehe, dass der Markt zu ist. Da geht nichts mehr. Also da kann immer mal was passieren, aber meistens ist es jetzt so, wenn ich den Verkaufs- oder Kaufknopf klicke, ist schon zu Ende. Das heißt, ich sehe, wie der Markt jetzt zum Beispiel nach unten losgeht. In der Sekunde, wo ich drücke, ist die Bewegung zu Ende und dann geht es wieder hoch, weil halt sozusagen diese Quote-Machines das ganze Limit ja einmal absorbieren, dann kommt nichts nach und dann geht es ein Stück höher und dann werden sozusagen die Limite auf der Oberseite gefüllt, weil irgendein anderer Kasper dann daherkommt. Also das ist jetzt nicht wirklich interessant zu handeln.
Also für mich zumindest nicht in der Art und Weise. Genau. Also sagen wir so, vielleicht, also wenn es gut läuft, kriegt man hier mal mit so einem Durchstich so 3, 4 Punkte, aber alles darüber würde ich dann wirklich den Sack zumachen. Man sollte aber, wenn man wirklich jetzt noch in so einem Feld hier handelt, aufmerksam sein, weil das Bild ändert sich ganz, ganz langsam und allmählich und dann, damit es denn sich erfüllt, da wird es dann schnell. Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel die Phase hier gerade. Ja, der Markt fällt runter, kommt ein bisschen hoch, fällt nochmal runter und dann so ganz allmählich läuft er und dann plötzlich da, wo sich das Bild dann aufklärt, da geht es dann relativ schnell, da hat man dann 10 Sekunden oder eine Minute Zeit zum Klicken und wenn man da nicht geklickt hat, dann ja, ist man denn schon, hat man es schon wieder verpasst. So, und das kann jetzt auch sein, der Markt läuft hier ganz langsam nach unten, ganz langsam nach unten, ganz langsam nach unten und irgendwann mal, wenn er ganz langsam bei 21.150 ist, dann kommt plötzlich ein Rutsch auf die 21.141 zum Beispiel. Haben wir heute auch schon mal im DAX, glaube ich, auch so eine Phase gehabt, wo es so langsam lief. Ja, also hier in der Phase, ja, da lief zwar immer runter, aber auch extrem langsam. Oder hier, wenn der Markt dann hier so mal, wie viel ist denn das? Auch eine halbe Stunde oder was sind das hier? 40 Minuten seitwärts vereiert, bevor er sich dann wirklich erst auf den Weg macht. Das ist natürlich extrem anstrengend alles. Ja. Also da braucht man Ausdauer und Ausdauer ist jetzt für mich als Scalp-Trader nicht gerade eine Tugend. Bei dem 10.000-Euro-Account, das ist einfach nur, weil eine Frage gerade kam, wie man da mitmachen kann. Also ich habe einen 10.000-Euro-Account lanciert und wollte den eigentlich verdoppeln bis zum Jahresende. Das Ziel steht immer noch, aber ich kriege halt keinen Drive rein. Also es ist halt so, ich habe nicht die Kontinuität, die ich jetzt sonst das ganze letzte Jahr, wo ich 100 Tage im Gewinn absolvieren konnte, ja, das habe ich aktuell nicht. Ich entscheide mich tendenziell, wie wenn ein Stürmer aufs Tor schießt, nicht für die erstbeste Variante, sondern ich nehme die komplizierte Variante, die dann am Ende mit mehr Risiko verbunden ist und in der Nachbetrachtung eigentlich oftmals die verkehrte Entscheidung ist. Das ist so mein Problem, was ich gerade habe. Ansonsten ist es halt im Rahmen meines Premium-Service, wird das ganze Ding gehandelt. Da muss man sich in meinem Premium-Service anmelden. Der Highspeed Day Trader ist das. Da kann man auch 14 Tage erstmal reinschauen, ob einem das gefällt, was ich da mache. Und innerhalb von 14 Tagen muss man hier nur eine Mail reinschreiben. An dem ganz unten steht das. Eine Mail an eine E-Mail schreiben und dann kann man hier sozusagen innerhalb von 14 Tage, ja, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Freischaltungs-E-Mail, erste Ausgabe, kann der Abonnentenvertrag schriftlich per Fax, E-Mail oder Brief widerrufen werden. Im Falle fristgerechten Widerrufs, bla bla bla, endet das und man zahlt keinerlei Gebühren. Also das heißt, das könnt ihr euch ja, gerne zu Gemüte führen. Und dann seht ihr zumindest mal, was ich dort mache. Ich empfehle auch jedem erstmal nur reinzugucken und nicht gleich loszuhandeln, weil der ein oder andere ist dann immer bestürzt, was da passiert. Und dass ich doch keine 100% Trefferquote habe, aber weiß nicht, was manche Leute für Vorstellungen haben. Also ich bin ein realer Händler und keiner, der irgendwo in der Nachbetrachtung eine 99% Trefferquote ausweist, nur weil er zwei Depots gehandelt hat und das Gewinnerdepot zeigt. Ja. Und das ganze Depot kann man sich dann auch anschauen. Und wie gesagt, sieht gerade nicht so freudig aus, aber ich stehe natürlich dazu. Wie gesagt, ich handle dort mehr vorwiegend ja nur in meinen Webinaren. Und wie gesagt, irgendwie fehlt mir der entsprechende Drive und die Auswertung werden ja auch immer gemacht. Also der größte Verlust, den ich jetzt hatte, war jetzt am Donnerstag, am 1.6. Zum Beispiel, da ging es halt zum Beispiel ja gleich los im DAX. Ich habe die starke Bewegung gesehen, den ersten Schub habe ich verpasst bis zu dem Hoch, den wollte ich handeln, dann bin ich davon ausgegangen, der Markt geht weiter, dass wir eine Kauforder drinne haben, ich warte auf eine Bestätigung, also Rücklauf, Bestätigung und dann nach oben weg. Wert mal grandios ausgestoppt, auf der Unterseite was ähnliches, das kann man sich alles in Ruhe dann durchlesen. Den Fehlausbruch hier habe ich gesehen, habe ich nicht gehandelt, der ein oder andere Webinarteilnehmer hat es gehandelt und hat hier schön abgesahnt.
wie ich dann feststellen durfte, dann habe ich nochmal einen Long Trade gemacht, den ich in der Nachbetrachtung ganz doof ausgestoppt hatte, ja, oder ja, habe, so muss man sagen, und dann nochmal ein Ziel lief und ja, am Ende die anderen Trades da nicht genommen habe und am Ende schön auf die Mütze bekommen habe. Und wenn man dann in dem Members-Bereich drin ist, für den Gesamtüberblick, hat man hier eine Excel-Tabelle. Und in der Excel-Tabelle online sieht man das Projekt und da sieht man den aktuellen Stand. So, Tagesergebnis. Wie gesagt, wir hatten zwischendrin eigentlich immer, habe ich jetzt immer auf die Punkte geschaut, dass ich halt mit kleinen Stückzahlen kontinuierlich meine Punkte voll mache. Kaum gehe ich weg von dem Thema, kriege ich hier ruckzuck hier schön ein um die Ohren gewischt und ja, ich schaffe das nicht aktuell den Drive reinzubekommen. An Gewinntagen verdiene ich viel zu wenig, an Verlusttagen verliere ich in den 2 Stunden zu viel, nervt mich voll an. Und der Kontostand sind gerade 8.563,58 €. So. Also gerade wirklich nicht berauschend, bin auch überhaupt nicht zufrieden, aber ja, ich setze mich zwar immer ran und gebe mein Bestes, aber es reicht halt nicht. Also ich treffe es nicht. Ne? Und dann heute mache ich hier wieder sowas. Weiß nicht, was ich jetzt in meinem Webinar gemacht hätte, aber ich meine, das passt eigentlich ganz gut rein, aber ja, manchmal zögert man zu lange oder und ja. Wie gesagt, manchmal, wenn die Bewegungen zu schnell sind, klickt man zu spät, dann die nächste Kerze wieder 10 Punkte nach unten geht, dann hat man da auch einen Zonk. Also zum Beispiel war jetzt hier, zum Beispiel, nehmen wir mal hier das Dow Trading. Ja, da erzähle ich die ganze Zeit, wie schwer es ist, so eine V-Formation hier zu handeln. Das heißt also, der Markt geht hier runter. Und dann habe ich ab hier eigentlich diese V-Formation erkannt für mich. Also für mich erkannt die V-Formation, die ganze Zeit darüber erzählt, wie man so eine V-Formation tradet und wie schwer das am Ende ist, aber man es trotzdem probieren kann. Es soll jetzt keine Ausrede sein, aber es zeigt halt so diese Schwierigkeit gerade. Das heißt, machen wir es mal rot, da sieht man es besser. Also ich bin wirklich hier ab hier von der V-Formation ausgegangen, habe sie getradet und immer in diesem kleinen Rücklauf hier mit plus ein Punkt, plus zwei Punkte raus, dann hier nichts gemacht. Dann hier nochmal plus 1, plus 3 und der letzte wieder, wo ich dann drauf setze, jetzt kommt die Vollendung der V-Formation, da gibt es eine wieder schön auf die Mütze, weil sich dann die V-Formation nicht verendet hat. Und jetzt mal da nur der Beispiel. Und da jetzt mal nur das Beispiel, wenn ich die erste Position drinne gelassen hätte, weil man sagt, okay, der macht das sukzessive. Also meine Positionierung plus 1, also plus 3 Punkte, plus 4 Punkte und minus 16 Punkte. Ne? Anders, wenn man jetzt den unteren nur drinne gelassen hätte, ne? Nur als Beispiel, und selbst wenn man jetzt hier schlecht hier ausgestoppt worden wäre, bleibt man halt am Ende immer noch plus 16 Punkte übrig. Ja? Mal 2, plus 32 sozusagen, also plus 32 Punkte. Ja? Und das ist halt Nerv, ne? Also dass man halt hier das rumgegurkse und dann kriege ich dann halt hier das. Aber weil man dann doch Angst hat, dass man die Vollendung verpasst, aber am Ende auch gesagt, mit jedem weiteren Einstieg ist immer das Risiko höher, dass es doch nicht aufgeht, bla bla bla, alles gemacht und am Ende trotzdem auf die Mütze bekommen. Also das ist halt das, was mich persönlich annervt, aber da stehe ich auch zu und ja, ist halt nicht so schön. Ja. Das V-Reverse erkannt, aber extrem schlecht gehandelt. So. Das bleibt dann als Fazit. Ja. Und auch viele Entscheidungen, die ich sonst so treffe, gehen halt nicht genauso auf, wie ich es gerne hätte. Oder nochmal über einen Schlenker. Ne? Also von daher, wie gesagt, ich gebe halt immer mein Bestes, aber es war jetzt letzte Woche echt demotivierend zu sehen, wie es in meinem Dings läuft, in meinem Webinar. Und noch viel schlimmer ist es eigentlich, wenn ich dann noch meinen privaten Account sehe. Ja, meinen privaten Account habe ich heute Nachmittag getradet und habe da die Abwärtsbewegung durch die 12.000 durch die, was waren denn, wie hießen die Marke? Hier durch die 12.720er Marke hier, den Short, den nehme ich mit 15 Punkte und da ist alles gut, alles schön, ja, und im Webinar muss ich mich dann halt auch mit dieser Range da rumärgern, was halt auch mega nervig ist, ja. Naja. Aber gut, wenn es gar nicht geht, muss ich halt mein privates Trading mit in den Account reinlegen und dann wird es vielleicht noch was.
Aber wie gesagt, das ist halt Reality. Wie gesagt, ich habe extrem gute Phase gehabt im letzten Jahr. Ja, es geht jetzt immer mehr dahin. Vielleicht da nochmal eine kleine Anekdote. Mir haben am Wochenende auch die Trader geschrieben, Kopf hoch, Heiko und so weiter und so fort, was ich erstmal total lieb fand. Und an der Stelle mich da auch dann immer für das Feedback bedanke. Kurios war, dass mir das von 5, 6 Mails, die ich erhalten habe, 3 Trader dabei waren, die geschrieben haben, dass sie mittlerweile gar nicht mehr meine Trades in meinem Service nachmachen, sondern dass sie selber ihre eigenen Trades in meinem Service handeln und nur noch mit meiner Kommentierung, mit meiner Unterstützung handeln. Also fand ich sehr, sehr interessant, dass das 3 Leute unabhängig voneinander geschrieben haben, aber sie haben gesagt, dass sie ihre Trades viel besser durchziehen können, wenn ich sozusagen im Sinne ihrer Trades, die sie gerne machen würden, argumentiere und sie dann irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit bekommen, auch wenn ich den Markt natürlich nicht beeinflusse, aber wenn sie hören, dass ich genauso denke oder dass ich eine gewisse Sache nicht mache, dann gehen sie vielleicht mal schneller raus aus dem Trade. Das fand ich eigentlich am Ende sehr interessant. Ja. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie sich das Projekt alles weiterentwickelt. Ich bin Stand jetzt natürlich nicht damit zufrieden. Von meinem Anspruch her und dem, was ich auch im letzten Jahr geleistet habe. Natürlich ist auch die Marktphase jetzt nicht gerade ganz so einfach mit diesem, ja, wir haben wirklich sehr, sehr viel hin und her. We wenig auch gute Trends. Ja, und ja. Und wie gesagt, manchmal treffe ich halt auch einfach prinzipiell die verkehrte Entscheidung im Management. Das ist auch einer der Fehler. Ja. Kann es sein, dass die schlechtere Performance im Projekt an tendenziell schlechterer CFD-Ausführung als im privaten Future-Handel liegt? Nee, weil ich eigentlich mittlerweile eigentlich kaum noch im reellen Future-Handel, im realen Future-Handel. Es liegt einfach daran, dass ich hier einen Datenfeed habe, weil ich Partner von NinjaTrader bin, wo ich eine andere Lizenz brauche. Über die Lizenz kann ich aber nicht live handeln. Das heißt, ich müsste immer meine Lizenz wieder umstöpseln. Das heißt, ich müsste bevor ich live jetzt hier im Future handle mit den Daten, müsste ich einen anderen Lizenzschlüssel eingeben. Und das meiste handle ich eigentlich alles im CFD. Ja, also wie gesagt, da fluppt das. Also auch der Freitag war die starke Kaufwelle. Ja, da lief es wie geschnitten Brot. Also inklusive Short Trade auf Range und ach, allem drum und dran. Also da frage ich mich manchmal selbst, was da los ist. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die da irgendwie wahrscheinlich traden. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich versuche das auch für mich zu ergründen. Ja. Und ja, also so sieht zum Beispiel mein privates Trading aus. Also das ist ja aus meinem Live-Account. Ja, am Freitag Optionsseite getradet. Wenn ich im Webinar auf diese dämliche Optionsseite setze, dass die mal reinkommt, dann kommt die ewig nicht rein. Am Anfang -5 Punkte verloren in dem Client, dann aber hier 40 Punkte mitgenommen. Nochmal 3,5. Also da stocke ich halt dann auch immer so auf. Dann hier nochmal da -6 Punkte, dann aber wieder 7,5, dann nochmal 6,2, nochmal 4 Punkte Short hier verdient. Ja, und dann ewig nicht gehandelt, weil ich Privatcoaching gemacht habe und dann am Allzeithoch auch nochmal auf Optionsseite gesetzt und auch nochmal 26 Punkte geholt. So. Ja, und dann am Ende sind das dann 300 Euro. Ja, sinnlos. Naja, was will man machen? Ja. Genau. So, dann war noch der Kopf hoch. Ja, immer schlechte Phasen. Ja, wie gesagt, das habe ich auch mal gegeben. Heiko, es ist auch riesig schwierig zu reden und zu traden. Aus meiner Sicht geht das einfach nicht. Trade das 10K-Konto live, ohne was zu sagen. Ja, dann ist halt die Frage, wofür zahlt denn der Kunde halt auch wiederum? Ja. Ach so, die Linie soll nur die Tendenz zeigen. Also ich hätte jetzt hier nicht die Trendlinie, weil gerade jemand schreibt. Irgendwer sagte mal schräge Linie für schräge Typen. Zitat Ende. Ja, habe ich ja auch gesagt. Also sollte jetzt nur die Tendenz zeigen. Aber wir sehen jetzt, wie die Vola extrem zurückgeht hier im Dow Jones. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal auf meine ATR drauf schauen, da sind wir jetzt bei 8,6 Punkte. Also das heißt, man braucht jetzt extrem viel Zeit,
Und eigentlich kann man jetzt fast nur so handeln, wenn man sich da hingibt, wie die Algos handeln. Das Problem ist aber, dass wir in einem CFD können wir nicht auf ein Limit handeln. Also das Limit handeln ist sehr schwer. Also wenn ich jetzt hier im Future, also ich kann hier in dem Future nur Demo handeln, weil das hier, wie gesagt, von Lizenz her nicht anders geht. Aber zum Beispiel, oder machen wir es mal anders, ich hole mal hier kurz meine Leiter hierher. Nehmen wir mal, was ist denn hier eine Position drin irgendwo? Nehmen wir mal den DAO her. So, im DAO ist es halt so, wenn ich jetzt hier ein Limit reinstelle, dann wird dieses Limit zum Beispiel auch gefüllt, wenn der Markt halt auf dem Bit handelt. Im CFD muss ich immer den Sprung abwarten. Das heißt, wenn ich jetzt hier Limit bei 56 reingehe, dann muss der Ask-Kurs auf die 56 fallen. Ja, natürlich im Limit reicht es aus, wenn jetzt ich auf dem Limit drinne stehe und bin jetzt einer von den 29 Kontrakten, stehe da drinne, dann ist es ja durchaus so, dass ich dann, wenn nur die gefüllt, also jetzt nur die 32 gefüllt werden, bin ich dann ja drinne, auf dem Bitkurs sozusagen, also auf dem Geldkurs. Und das geht halt im CFD halt nicht. Der muss den einen Ticken runter machen. Das heißt, im CFD-Kurs wäre ich bei 51 gefüllt, wenn der Markt auf 51,50 taxt. Ja, nur dann bekomme ich den Füll im CFD auf gleicher Stelle, wenn jetzt der Kurs gleich wäre. Aber im Future würde ich den auch bekommen, wenn der nur auf der 51 das weghandelt. Ich würde ihn nicht bekommen, wenn auf der 51 halt nur drei Kontrakte getradet werden und ich stehe an 10. Stelle, dann bekomme ich halt keinen Fill. Ja. Gut. So, schauen wir mal, was macht da denn noch der Markt? So, haben wir noch eine Frage? Also wie gesagt, das Projekt ist halt schon so, dass ich das dass es mir nicht gefällt und ja, ich noch nach einem Weg suche, wie man es am besten hinkriegt. Und ja, also Ziel ist auf alle Fälle ein Plus abzuschließen. Das, selbst das Ziel ist noch gar nicht so außer Reichweite, wenn man sozusagen, also wenn ich jetzt mit meinem Risiko trade, also mit meinem persönlichen, was ich privat auch trade, aber der Account ist halt nach unten limitiert und da sind jetzt nur noch 3.500 Euro Platz nach unten, dann ist halt Ende. So, und da müsste ich jetzt überlegen, ob ich jetzt da Attacke mache, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt tendenziell im Webinar sich da nicht so gut fühlt, dann ist das halt schon auch mal fraglich, ob man da denn da Attacke machen soll. Also es bringt ja nichts, Attacke zu machen, wenn man tendenziell die verkehrten Entscheidungen trifft. Ja. Naja. Aber wie gesagt, ich arbeite dran und wir gucken, wie es weiterläuft. Und nach dem Urlaub, in 3 Wochen habe ich ja Urlaub. Das heißt, auch das Webinar im Juli wird ausfallen. Im Übrigen, im Juli wird ausfallen. Das wäre eigentlich der 4. Juli. Da bin ich nicht da, da bin ich im Urlaub. Und oh. So, ja, rein vom Verlauf her, ja, wie sieht der DAO denn aus? Ja, das heißt, jetzt mogelt der sich hier ganz langsam nach oben. Wir sehen jetzt hier schon wieder so eine Tendenz. Also das heißt, wie die 1-Minuten-Kerzen langsam höher, höher, höher gehen. Und jetzt würde eigentlich fehlen, dass sich das dann knapp, kurz vor knapp am besten beschleunigt, das Ganze. Dann wird es nochmal richtig gut. Wir können hier dann auch diesen grauen Preisbereich durchaus als Range machen. Und was ich gerade feststelle, wenn es jetzt mal ganz doof läuft, ja, hätte nicht getroffen. Aber interessant wäre ja gewesen, also hier vorne hätte ein Long zumindest sein Ziel erreicht, bevor er den Stop erreicht hätte. Interessant wäre natürlich gewesen, wenn der Trade hier noch ein Stück tiefer gelaufen wäre, dann hätte der auch theoretisch bis jetzt sein Ziel eher erreicht wie sein Stop. Also wie gesagt, schaut das einfach mal nach, wo ihr am Anfang mal einen guten Trade gemacht habt während des Tages und wie sich das vielleicht über den Tag durchzieht. Weil wenn ihr gute Entries habt, dann seid ihr sozusagen ja im Sinne des, handelt ihr im Sinne des Marktes. Und wenn sozusagen keine großen Marktakteure da sind, nur hier so kleine Trader, so wie ihr ja auch seid, also wir sind ja so klein, wir sind nicht existent, aber das heißt, wenn jetzt hier der Kurzfristhandel nur aktiv ist, dann ist es oftmals so, da wo man einmal einen guten Einstieg hatte, hat man auch meistens zwei oder dreimal einen guten Einstieg. Das ist wirklich ein Phänomen. Achtet da einfach mal drauf. Aber wie gesagt, kann sehr interessant werden. So, jetzt nochmal hier zum Volumen.
Also Volumen geht jetzt hier grandios nach unten. Wir sind jetzt hier gut bei 990 Kontrakte. Wir haben jetzt doch heute relativ viel noch teilweise gehandelt, über 2000. Das ist schon fast ein außergewöhnlicher Tag vom Volumen her. Aber jetzt wird es gleich dann höchstwahrscheinlich sehr, sehr ruhig werden. Das heißt, die 1-Minuten-Kerzen werden immer kleiner und man muss halt hier immer permanent auf diese eine lange Kerze warten, die am Ende dann sozusagen den Profit voll macht, weil und wenn die halt ausbleibt, hat man halt nur Risiko. Bitte den Trade jetzt nicht nachmachen. Ich will das nur mal so nochmal demonstrieren mit so einem Trade drinne. Also nicht nachmachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einsteige, muss ich jetzt, wenn ich jetzt dann sehe, na gut, wenn er jetzt gleich in Gewinn läuft, wäre natürlich auch optimal, aber normalerweise hätte ich jetzt hier keinen Trade gemacht, aber wenn jetzt der Markt zum Beispiel jetzt hier immer nur zwei, minus 3 Punkte rumeiert, plus eins, so wie es jetzt hier davor auch war, dann ist es halt so, dass man die ganze Zeit immer überlegt, muss ich jetzt mit plus 1 schließen, mit plus 2, kriege ich kaum noch die plus 3. Es kann ja auch sein, der Markt eiert jetzt nach oben, man hat dann plus 5, will aber zum Beispiel plus 10 haben und dann läuft er bis plus 5 und dann plötzlich kommt doch mal eine größere Bewegung rein, die der Markt dann gleich wieder 5 Punkte runterreißt und dann hat man eine halbe Stunde gewartet und hat auch nichts verdient. Also das ist schon wirklich extrem schwer. Also die Tendenz ist durchaus hier zu erkennen im Markt und es kann jetzt sein, dass, was ich sagte, dass sich das jetzt zum Ende hin beschleunigt. Das wäre machbar, aber man braucht hier viel Geduld, viel Ausdauer, dass man hier ins Ziel reinkommt, weil es halt extrem nervig ist, weil der Markt halt ja auch hier vom einfach zugefropft ist, ja. So und da muss man dann überlegen, ob man da überhaupt noch drin rumtradet. Ja. Das ist schon nicht so einfach. Also ich halte mich hier bei solchen Phasen wirklich tendenziell zurück, weil wenn mal, es reicht ja eine 5-Minuten-Kerze oder eine 1-Minuten-Kerze, die irgendwie 3 Punkte runtergeht, das kann das ganze Bild zum Kippen bringen. Oder es kann dazu führen, dass man selber aussteigt und dann hat man den Verlust und die Chance, dass man Gewinn hatte, war eher utopisch gering. Und ich meine, wenn so eine 1-Minuten-Kerze jetzt hier 4 Punkte schwankt und wir brauchen jetzt, was haben wir denn jetzt hier gebraucht, um hier, ja, 10 Minuten für 8 Punkte, voilà, ja, so. Und die Sache ist einfach die, der Spread von einem Punkt ist hier im Verhältnis zu der Bewegung viel zu hoch. Ja, das sollte man auch immer beachten. Man muss ja immer den Spread mitverdienen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit minus 3 Punkte aussteige, muss ich ja im nächsten Trade plus 4 Punkte verdienen. Das heißt, selbst wenn ich den Trade zur gleichen Stelle wieder eingehe, also ich mache das jetzt mal als Beispiel, ich halt mal so, ich gehe jetzt hier raus, Position schließen, ja, und gehe jetzt, warte mal, gleich wieder rein, so, inklusive Spread. Das heißt, jetzt allein brauche ich ja schon 5 Punkte, um nur plus minus 0 zu sein. Ja. Und das macht es natürlich, gut, jetzt haben wir ja irgendwie, warum auch immer, einen Punkt besser, höhere Ausführung bekommen, aber gut, ja, dann ist es auch so. Aber da sieht man ja, dass das schon das extrem schwer ist, allein aufgrund des Spreads sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier dahin komme, wo ich mal war, ja, da habe ich immer noch nichts verdient. Ja. Und das führt dazu, dass bei der Vola eigentlich das mit dem Aussteigen auch ja, extrem schwer ist. Und sobald man dort nochmal einsteigt, auch später nochmal einsteigt, wo man ausgestiegen ist und die ganzen den Spread immer mit dazu rechnet, muss man wirklich genau überlegen, wo und ob man den Trade eingeht. Ja. Und da sollte man echt aufpassen, weil das ist jetzt bei 8 Punkten oder was ist hier die Hauptsumme? 17 Punkte. Ja, oder wenn der Markt dann noch weniger schwankt, dann wird es halt immer mehr. Ja, und wenn ich auch jetzt nochmal aussteige, als Beispiel jetzt nochmal aussteige, dann habe ich in Summe schon 2 Punkte zu viel verloren. Also das heißt, wenn ich da 5 Trades mache, dann sind die Spreadkosten liegen da bei 5 Punkte. Das fällt ja sonst im normalen Handel ja gar nicht auf, wenn die Vola hoch genug ist. Aber in so einer Phase, wo der Markt halt nur 16 Punkte sich maximal hin und her bewegt, muss ich immer überlegen, ob ich überhaupt aussteige, ob es Sinn macht, weil es kann sein, der Markt fällt jetzt hier 5 Punkte runter, man steigt jetzt aus, so denkt sich, oh, Panik und steigt jetzt aus, so, wir schließen mal den Trade
So, wir steigen jetzt aus mit minus 6,5 Punkte. Und es kann aber durchaus passieren, dass der Markt jetzt vielleicht noch 2 Punkte fällt oder ein Punkt nur noch fällt. Aber in der Tendenz kommt man gar nicht günstiger nachher rein. Und nachher sieht man, okay, als Beispiel, der Markt fällt jetzt hier noch 3 Punkte weiter. Ja, fällt noch 3 Punkte weiter und dann steigt er auf einmal nach oben. Das heißt, man kommt sowieso in die Long-Bewegung eh nicht günstiger rein. Und das ist das eine ganz große Misere, die man hier hat, denn im Trading, dass man eigentlich hier gar nicht aussteigen darf. Also wirklich nur, wenn äußerster Notfall auf gut Deutsch, weil sonst man einfach zu viel liegen lässt. Also mal als Beispiel, also unser Ausstieg bis jetzt war total sinnfrei. Ja, und wenn jetzt der Markt ab jetzt hier steigt, bis da hoch, kommt man nicht mehr günstiger rein und das würde dann zeigen, dass dieser Close dieser Position keinen Sinn ergibt. Und das trifft einen in so einer engen Range immer wieder, trifft einen immer wieder. Und die einzige Möglichkeit, die ich dann damals dagegen für mich entwickelt habe, ist es, wirklich die Position dann kleiner zu machen, Positionen aufzubauen, weil man den Markt sowieso schlecht vorhersagen kann, also an gewissen Stellen durchaus die Analyse betreiben kann und sagen kann, okay, der müsste jetzt hier runterfallen oder vielleicht bleibt er auf halber Strecke stehen, ich gehe meinen ersten Trade ein, zweiten, dritten, vierten, aber immer unter Maßgabe meines gesamten Risikos und nur wenn der Markt wirklich jetzt austickt, dass man dann rausgeht, weil jetzt hier, das ist ja jetzt ein ganz gutes Beispiel, wenn ich jetzt hier unten einfach so denke, oh fuck, 6 Punkte minus, ich muss raus, jetzt ist man draußen. Und 2 Minuten später steht man jetzt wieder plus minus null, aber man hat ja die 6 Punkte jetzt auch drin. So, jetzt denkt man sich, ach, jetzt gehe ich halt nochmal long. So, jetzt gehen wir nochmal long, also nicht nachmachen. So, jetzt sind wir dort wieder long gegangen, wo wir vorher also eingestiegen sind. Also wir sind vorher hier bei der 59 eingestiegen und sind jetzt hier bei der 60 long. Bedeutet, damit wir das jetzt herausholen, müsste der Markt theoretisch hier 10 Punkte steigen. So, bis dahin. Warum zeigt das jetzt? Ah, nee, doch. Ja, bis dahin müsste jetzt der Markt steigen. Machen wir mal 10 Punkte von der 60 oder 12 Punkte. 6,5 sind 10,5. Ja, müsste der jetzt bis da hochsteigen. Erst dann hätten wir den ein oder diese beiden Ausstopper wieder reingeholt. Aber wir haben jetzt schon 3 Punkte nur an Spread hier drinne verloren, weil wir 3 Trades gemacht haben. Und das zeigt jetzt ganz gut das Beispiel. Ja, dass es völlig, also für mich sinnbefreit ist, in so einer Range zu handeln, wenn der Markt so hin und her geht. Und jetzt hat man wieder Angst, steigt wieder aus mit minus 6 Punkte. Ja, denn der macht man sich arm in so einer Range. Also das habe ich früher, weiß ich nicht, so oft probiert in so einer Range da. Und irgendwann habe ich gesagt, also entweder handle ich anders, dass ich halt limitiert, also oder ganz viele Trades eingehe und versuche dann sozusagen die Eckpunkte abzugreifen. Ja, oder ich handle sie gar nicht. Ja. Aber das ist das typische Phänomen, dass man halt eher zufällig, weil der Markt hier eher zufällig hin und her eiert, man kommt, auch wenn man mal hinten ist, immer wieder gut raus. Das wird man sehen, wenn der Markt hier irgendwie keine Tendenz hat, in der Range hin und her eiert, wird man sehen, man kommt zu ganz vielen Punkten immer wieder hin. Also man kann das auch ja im Demo-Modus mal sich durchsimulieren. Mit seinen persönlichen Risikoparametern. Ja, plus die Überlegung ist jetzt, wenn ich mit 10 CFDs handle, warum soll ich mir jetzt antun, 10 mal ein CFD zu klicken für ein paar Punkte? Dann brauche ich auch nicht handeln. Ja, so habe ich das dann immer für mich dann gesehen. Genau. Also da sieht man, was man hier nur an Spreadkosten jetzt liegen lässt. Und das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf haben. Das kann extrem teuer werden, wenn man dort 3 Ausstopper in so einer Range hat, weil wenn wir jetzt nochmal aussteigen, das heißt, selbst wenn wir einen Punkt im Plus sind, haben wir ja nichts verdient. Da haben wir ja nur den Spread verdient und haben wir noch nicht mal Gewinn. Ja. Und das kann sich in so einer Trading Range, wenn man die nicht gut handelt, sehr stark summieren. Also ich habe das mal auch für frühere Coaching-Teilnehmer ausgerechnet, der dann in so einer Trade irgendwie 20 Trades gemacht hat. Und da habe ich gesagt, hättest du einen Trade gemacht und den irgendwann mal im Plus gestellt, dann hättest du 20 oder eher 40 Punkte mehr, weil er in der Range am Ende nichts verdient hat und ja 20 mal einen Punkt an Spreadkosten drinne liegen lassen hat. Und dann hat er auch gedacht, stimmt eigentlich, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, das kann ich euch nochmal auch als Tipp mit auf den Weg geben, dass man da wirklich aufpassen sollte. Je kleiner die Range wird,
desto weniger sollte man dann handeln, weil es für uns nicht lukrativ ist, weil wir im CFD nicht wirklich auf dem Limit handeln können, weil das Limit immer erst auf der verkehrten Seite bedient wird. Ja. Also wenn es jetzt sehr genau läuft, ja, kriegen wir, also dann kriegen wir im Future die Ausführung, im CFD nicht, weil im CFD brauchen wir noch einen Punkt tiefer, erst dann bekommen wir die Ausführung. Gut, wenn wir jetzt nochmal zum Ende hin des Handelns hier auf unsere ATR drauf schauen, da liegt jetzt bei 5,8 oder bei 6 Punkte im 5-Minuten-Chart, heißt, Verdienstmöglichkeiten gehen gen 0. Wenn ich jetzt noch von 6 Punkten einen Punkt Spread abrechne, habe ich 5 Punkte. Bei 5 Punkte ein Drittel, das heißt, ich kann ja auf einen Punkt traden. Jetzt ist die Frage, warum soll ich auf einen Punkt traden? Also da lieber denn, entweder hat man viel Ausdauer innerhalb der Trading Range und versucht die komplett abzugreifen. Das heißt, wenn man die Eckpunkte nicht genau trifft, das heißt in so einer Trading Range hier, dass man, wenn man jetzt hier ein paar Trades macht, dass man da versucht, sozusagen, man denkt, hier ist die vielleicht zu Ende, dass man hier ein paar Trades eingeht, ja, und dann die wieder dann oben rausgeht, ja, und so versucht, da ein paar Trades dann zu machen, ja, oder ansonsten gar nicht handelt in der Range. Also die Range wäre mir hier viel zu klein, aber das war auch absehbar. Ich hatte es ja bereits schon 16:30 gesagt, dass die Vola immer enger zusammengeht. Wir gucken jetzt zum Ende hin nochmal auf den ES Mini, also S&P Future, wo jetzt das Limit, ja, wir stehen immer noch bei 12.000 Kontrakte. Ja, und hier, und der, die Vola jetzt zum Beispiel in der aktuellen Kerze ist 1, 2, 3, 4 Ticks. Also ein Punkt Maximum, der Spread von einem Tick noch weg, sind drei Ticks. Das heißt, ich kann auf dem Limit maximal drei Ticks handeln. Ja, auch da ist selbst sinnfrei. Ja. Gut, da hoffe ich, dass ich euch doch vielleicht den einen oder anderen Tipp habe geben können. Trading als solches hat eigentlich Spaß gemacht. Wie gesagt, auf die Gefahr nochmal bekannt gemacht, was es heißt, wenn man jetzt in der Range einfach aussteigt, weil man denkt, jetzt ist es doch verkehrt. Ja, was man da an Kosten auch liegen lässt und ja, wenn man sich ja doppelt und dreifach jetzt da irgendwelche Verluste reinholt, wie gesagt, das mit dem Trade Management versuchen zu umgehen. Eine Möglichkeit sind entweder nicht handeln oder wenn man so handeln möchte, über kleinere Positionsgrößen gucken, dass man die Range in Summe gut abgreifen kann und dann dort sich noch einen Trade rauszieht. Ansonsten lässt man es eigentlich bleiben und wartet ab, bis dann die Struktur sich verbessert oder verändert. Gut, in dem Sinne hat mir Spaß gemacht heute wieder mal das Webinar. Freut mich, dass wieder so viele zahlreich oder dass ihr so zahlreich da einschaltet. Ja, ich hoffe, dass ich doch alle Fragen soweit beantwortet habe. Ja, und dann kann ich euch nur einen guten und schönen Handelstag oder Handelsabend noch wünschen. Und wir hören uns dann aber erst im August wieder zum ersten kostenfreien Webinar. Also wäre jetzt nur das kostenfreie Webinar. Und zwar wäre das der 1. August. Ah, der 1.8. ist der erste Dienstag im August. Das heißt, am 1.8. würden wir uns dann wieder treffen hier. Und wenn ihr Lust habt, würde es mich freuen, wenn ihr einfach wieder einschaltet. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit mir. Und da mir auch ein bisschen beim Trading über die Schulter schaut und ich euch versuche, auch den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Geben oder ihr auch gerne Fragen stellen könnt, die ich dann gerne beantworte. In dem Sinne, Video wird hochgeladen, ist aufgezeichnet. Wünsche ich euch ganz viel Spaß im Trading und ihr dürft auch gerne meinen Premium-Service testen. 14 Tage, wie gesagt, kostenfrei das ganze Thema und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ihr jetzt unten bei minus 8, bei 8.500 Euro mit einsteigt. Ja, vielleicht kommt ja vielleicht aus der schlechten Phase jetzt mal eine gute Phase, die man dann nutzen kann. Also schaut es euch einfach an, den Premium-Service. Und wenn er euch gefällt, dann abonniert ihn. Und wenn nicht, dann war es mal ein Versuch wert, um da reinzuschauen. Ja. Der Highspeed Daytrader. Wo ist er denn da? Genau. Gut, bis dahin, lasst euch gut gehen, habt euch wohl, euch allen allseits erfolgreiche Trades. Ja, genau, der Hinweis auch noch, vielen Dank dafür. Also ihr könnt natürlich bei Guidance immer auch das kostenfrei sehen, wie der Stand des Depots ist. Auch hier ist der Verlusttag aufgeschrieben, also hier die minus 320 Euro stehen auch da ausgewertet. Das heißt, das habe ich ja so gemacht, dass ihr fast jeder Tag ist da. Ich schaffe nicht alle Tage, aber ja, wie gesagt, ich würde auch gern vermeiden, solche Tage reinzustellen. Und hier ist auch der aktuelle Kontostand, da oben steht er auch da. Ja.
Also, wie gesagt, habt euch wohl, lasst euch gut gehen und ich freue mich auf Anregungen, Kritik und Feedback und ansonsten bis zum 1.8. Bis dahin, schön mit Ö, euer Heiko.